Na? PlayerUnknown's Battleground. Endlich heute geht wieder. Es wieder ab. Wir wollen es noch mal wissen. Und die besten Leute oder einige der besten Leute sind nicht da. Deswegen haben wir noch bessere Leute bekommen. Mit dabei sind heute Wirt. Yeah, außerdem yeah. Natürlich Andy, der auch in der ersten Runde den Captain machen wird. Immer dabei, immer beliebt, immer gut zur Stelle, wenn ich Hilfe brauche. Oder wir haben uns auch schon gegenseitig geholfen. Dennis, ja, okay. Letztes Mal, als du die Kiste holen wolltest, ne? Oder als obwohl du dich in einer selbstlosen Aktion in einem Feuerball von Auto geopfert hast. Sag ich doch, wir beide sind ein Team und heute sind wir vier. Wir werden gleich ein wenig spielen. Ihr könnt gerne mit dabei sein, beziehungsweise im Chat haten oder loben. Ihr könnt auch voten. Im Moment ist der Vote allerdings kaputt. Der geht noch nicht, deswegen doch, der geht, wieder. Da geht jetzt wieder. Geht er wieder. In dieser Sekunde geht er wieder. Okay, ihr könnt also voten, wer der Team-Captain nach Andy sein wird. Wir machen auch gleich noch Werbung. Vorher aber erstmal eine Zusammenfassung von dem, was bisher geschehen ist. Und dann gucken wir uns unsere Loot-Crates an. Oh yeah. Okay, das ist bisher passiert. Und Crate open. Und es ist ein Longsleeve-T-Shirt in Light Blue. Ah. Was? Wo? Au! Jetzt Bein! Ah! Oh, fuck! Gut, Dennis. Bist du schon tot aus? Ja, ich bin schon tot. Hier, Ede, lass hier warten. Okay, ich lauf schon mal vor. Ede, willst du kommen? Gib dir Deckung. Okay, das ist gut. Geht zu blöde. Ach, oh, Scheiße, ich bin in dem blöden Fluss. Wo? Okay, ich werde geschossen. Ich weiß nicht von wo. Schön, schön, schön. Wunderbar. Ich laufe über die Vorderseite zu blöde. Hat mich! Ah, yes, sehr gut! Kannst du mich noch halten? Ja, ja, nein! Der hilft ihm! Hau! Komm schon! Beiß ihn! Beiß ihn! Das beiß ihn! Das ist jetzt die perfekte okay, Vorlage! Hol sie beide! Komm, hol sie uns schnell! Nein! Oh. Der lebt noch! Das wusste ich nicht, dass der Spacke noch lebt! Oh, der liegt da auch! Welchen Laufmodus wählen wir jetzt hier? Einfach so laufen? Oder? Ja, das überlasse ich eurer eigenen Einschätzung des Terrains. Ich töte so viele Feinde, es ist jetzt der Mordbesten. Ja, da sind drei Leute drin und es ist gerade auf dem Weg. Es ist okay. Steigt gerade aus. Er hat mich oben auf dem Dach. Ja, Bein. Bin super aufgeregt. Der war's. Hast du ihn? Yes. Ich hab keine Muni mehr. Einer. Er schießt mir eine Pistole. Ja, der ist in dem Stein. Am besten haust du noch. Oh, fick dich, fick. Der rote Punkt. Da gehen wir hin. Oh, alter Vogel, sag doch mal Bescheid. Oh, das hört sich dicht an. Was? Wo? Ach nee! Wo? Was passiert denn hier? Können wir Hilfe kriegen? Ich helfe. Nee, ich hab ihn gesucht. So. Oh, ficken! Ja, siehst du, der Spack ist immer noch. Ich bin down. Du hast mir eins angefangen. Alter, ich triffst ja gar nichts mit der AK. Ich dachte, ich hätte, als ich wollte den Verband geben. Typ ohne Hose hat mich abgeknallt. Und ich schieße ihn auf die Füße, lass sie tanzen. Mach die Tür wieder zu. Nein, der weiß ja, dass er da ist. Ja, weiß er eh. Er kommt aber jetzt um die Ecke. Weil dadurch, dass er diese lange Beine. Woher hat er das denn gewusst? Tschüss. Das war's. Tschüss! Ja, das war ein feuriger, actiongeladener, ja, spannender, aber auch von Fehlern durchzogener Zusammenschnitt. Fandest du, Simon? Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die ich zum Beispiel verbessern könnte. Ich fange einfach mal an mit den guten Verbesserungswünschen. Ich muss mehr callen, also ich muss mir genauer sagen, wo was ist. Und vor allen Dingen, du hast es gerade gesagt, oder du hast es richtig gesagt, finishen erst, wenn der Job sozusagen erledigt ist, wenn der Raum leer ist von allen Feinden und alle so ein bisschen auf allen Vieren rumkriechen, dann erst die Gegner finishen und nicht schießen, auf den Boden schießen, dann finishen, oder? Genau, also wir müssen die Typen erstmal als Köder dort liegen lassen, damit die anderen kommen und versuchen, ihn zu heilen. Wie bei Full Metal Jacket. Genau, das denk ich nicht auch noch wichtig, genug. Wenn da einer liegt, sind ja häufig noch andere da. Und wenn du die Munition verschwendest, für den, der da eh gerade liegt, und der andere kommt um die Ecke, wie wir es gerade gesehen haben. Auch für den Fahren einfach, dass er da rumkrabbelt, weißt du, so Bibility. Der kann einfach nicht mehr laufen. Und also, ist schön, ich finde es auch noch witzig, wenn den da einfach rumhängt und du denkst halt so, du bist halt so voll der Herrscher und denkst so, haha, krabbel doch. Also, wir spielen ja in Gruppe, die anderen sind auch in der Gruppe, das heißt, es ist immer jemand dabei, es kann nicht nur einer sein. Ja, außer es gibt ja Leute, die sich so automatchen lassen in eine Crew, ne? Ja, und dass der dann einfach völlig woanders hingesprungen ist und dann so ganz langsam einfach vor dir verblutet und du denkst, genau, denk dran, wenn man einen abknallt und der Typ geht nicht in diesen Incapitated-Status, also er, wie sagt man, er geht nicht down und krabbelt rum. Der wenn er gleich down, stirbt, wisst ihr, das Team ist komplett erledigt. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Okay, die Community hat sich gewünscht, dass wir weniger hektisch reagieren, sobald ein Feind auftaucht. Du bist da ausgenommen, denn du reagierst genauso nüchtern wie immer, ob du jetzt gerade Jason spielst oder ob du in Battlegrounds Leute anvisierst. Also wir sollen einfach ein bisschen ruhiger werden. Mal gucken, ob wir das schaffen. Habt ihr noch Verbesserungswünsche für euch, was ihr euch auferlegt, wo ihr sagt, da möchte ich besser werden?
Also seid ihr perfekt? Nee, also ich habe jetzt mit meinem Clan so die ersten paar Runden tatsächlich mal gewonnen, wo man so denkt so huhuhu. Auch so, also in allen Modis habe ich jetzt einmal gewonnen. Einmal Solo, einmal im Zweier-Squad und einmal im Vierer-Squad. Und ja, man muss halt so ein bisschen gucken, wo die persönlichen Stärken sind tatsächlich. Und man muss gut zusammenbleiben. Und einfach Hauptsache so als Team funktionieren und irgendwie so einen Drive zusammenkriegen. Okay. Die persönlichen Stärken. Ach, ich muss erst mal gucken, wie wir funktionieren. Und dann kann ich sagen, wo meine Stärken und Schwächen sind. Ja, stimmt. Ja, also ich bin gut in Microsoft Office und so. Das mit den Stärken und Schwächen wird dir der Chat schon sagen. Macht dir da mal keine Super Community. Bevor wir zur Werbung kommen, mache ich kurz noch mal meine Loot-Quest. Oh yeah. Auf, ja? Und zwar ist die bei mir, da ihr seid bereit. Oh yeah, zeig, ne? Ich drücke was du drin hast. Auf Klicken. Klicke, klicksen. Und das muss man nochmal ein paar Mal machen. Eine Brille, Alter, geil, eine geile Tagsichtbrille. Ein Tagsichtgerät. Wow. Ich habe auch noch eine Crate. Wollt ihr hier? Crate Opener. Wow, ich habe eine Hose im Camo-Look. Jawoll, aus der Kollektion Supergay. Dann darfst du jetzt in dieser Hose heiraten. Wüstentarn. Ja, ich nehme meine dunkle natürlich wieder, damit ich nicht so gut gesehen werden kann. Habt ihr noch was? Nee, ihr habt noch nichts, keine Quest, Loot-Quest euch gespielt. Nee, mir fehlen gerade 24 Punkte für die nächste. Aber also, du bist in der nächsten Runde, In der nächsten Runde, nach der nächsten Runde werde ich definitiv eine Box öffnen, außer wir fallen alle versehentlich richtig schlecht auf dem Boden. Das ist zu befürchten, denn du bist der Captain. Gucken wir mal, was passiert. Ja. Nach der Werbung geht's dann los. Ihr könnt jetzt voten, wer der nächste Captain sein soll. Und dann entlassen wir euch in die Werbung. Und wir besprechen jetzt schon mal unsere Taktik. Ja? Genau. Wenn ich am Boden bin, müsst ihr alle aufhören zu spielen. Weil sonst bin ich ja nicht mehr dabei. Ne? Ich muss nie. Okay, da sind wir wieder und jetzt geht's los. Wir schlagen schon und haben eben tatsächlich ein bisschen Taktik. Wir haben sogar hier die einen oder anderen Button umgelegt. Ja. Und wir versuchen wirklich, glaubt uns das, die Kritik umzusetzen in positive Gefühle und in Siege. Ist Kritik? Wir sind doch immer mega geil. Ja, es gab hier und da, vor allem noch vielleicht auch an mir, vielleicht lag es an mir auch Kritik an unserer Spielweise. Wobei ich sagen muss, ganz im Ernst, für mich jetzt speziell, man sieht es vielleicht nicht, aber ich versuche wirklich immer Teamplay zu spielen. Ich versuche wirklich immer, den Leuten zu helfen. Es ist halt was anderes. Ja, der eine, Ede liegt immer irgendwo rum, ne? Zielt super, macht aber nichts. Nils ist ganz woanders und du rennst vor und ich hinterher. Ja? Also es ist so ein bisschen, es ist nicht leicht. Erinnert mich gerade so ein bisschen wie bei Robot Chicken, wenn sie dann irgendwie zu Hause darstellen vom Imperator oder das Vader, die dann zu Hause ganz lieb sind. So einer bist du dann auch, ne? Zu Hause bist du eigentlich ganz nett. Ich versuche es wirklich. Hello. Ich will Teamplay. Wir werden es heute auch hinkriegen. Andi ist, wie gesagt, der Anführer und wird uns schon richtig leiten. Ich habe richtig Bock zu leiten. Können wir mal Räuberleiter üben? Ja, enlighten me. Geht das wirklich? Räuberleiter? Weiß ich nicht. Wollen wir es mal probieren, ob man sich aufeinander steht? Ich bin hier am Container. Komm mal her und versuch mal auf meinen Kopf zu hüpfen. Ah, ist wahrscheinlich schon zu spät. So. Ja, 2 Sekunden, stimmt. Aber das können wir mal probieren, ja. Wieso ist die scheiß Steuerung? Okay. Von wo kommen wir? Wir kommen von Vulkanruine. Das bedeutet von hier, dann möchte ich gerne. Wir werden sehr weit fliegen, aber trotzdem irgendwie zentral bleiben. Also würde ich empfehlen, guck mal auf die Karte. Okay, ich hab's. Ah, nee, da fliegen wir zu nah. Wir gehen weiter südlich. Milta. Naja, oh Gott. Er fliegt ja hier. Okay, gehen wir dahin. Und wir springen ab Richtung Rot gleich. Okay. Gibt's einen Countdown? 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay. Okay, wo seid ihr? In der Luft. Irgendeine Geschwindigkeitsvorgabe, einfach nur runter. Also einfach richtig Max weiterhin Speed fliegen. Mit V Max also hier nach Südosten und dann da landen, wo der rote Punkt gesetzt ist. Vom Net Punk. Es ist recht weit, das gefällt mir, weil da werden wir dann nicht viele Leute treffen. Genau. Schön horizontal fliegen, so wie Simon. Dann kommt man weiter nach vorne, genau. Man kann auch immer mal so dippen. Nee, muss man gar nicht mehr, das ist ausgedingst. Ah, okay. Am besten einfach die ganze Zeit nur W drücken. Es gab mal diese Schwimmen-Option, das ist wie so ein bisschen Schwimms. Schwimms. Shrimps so gebacken, Shrimps frittiert. Aber guck mal, das ist genau die Reichweite, die man erreichen kann, die ich uns so ausgesucht habe. Ohne Shrimps in der Dose. Ohne, dass es kompliziert wird. Shrimps und das. Wenn der Fallschirm auf ist, wie kann ich dann eine weitere Strecke zurücklegen? Ja, da musst du immer zwischen die Tasten machen, ne? Rechts, links, vorne. Immer vorn, zurück. Also eigentlich immer versuchen, so um die 40 zu bleiben. Glaube ich. Ah, aber ich versehe es auch irgendwie. Es gibt eine. Okay. Genau, du schwankst immer zwischen zwei Geschwindigkeiten her. Ich bin hier beim Wasserturm, ich werde hier mal anfangen zu looten. Okay, ich gehe direkt in deine Bude rein. Habt ihr euch nochmal umgeschaut, ob irgendwas da war?
Zack, direkt Rucksack. So, Alter, der Wii hat einen richtig lustigen Namen, sehe ich gerade. Deaktiviert. Deaktiviert. Den Namen, nein, den mir Nils gegeben hat. Verstehe. Okay, ich habe einen Rucksack, ich habe einen Helm. Ich habe auch Rucksack und Helm. Eine Handfeuerwaffe. Dido? Nehmen wir denn Equipment für andere mit oder lassen wir es liegen und callen es nur? Was macht, was ist da der Plan? Je nachdem, wie die anderen gerade ausgestattet sind, ob wir einen Rucksack haben, je nachdem, wie wir halt Platz haben. Okay. Und natürlich alles an Heilzeug und so weiter immer einsammeln. Das bringt einem, und Granaten, die bringen einem im End. Ich habe zwei Visiere, holographisch und Rotpunkt. Ah, ja. Kurz Karte gucken, wo ist der Kreis? Wir sind nördlich am Kreis. Ey, wir sind perfekt gelandet. Gut gelandet, sehr, gehabt. Sehr gut. Wir sollten am gleich versuchen, wir möglichst schnell hier weg und auf die Militärbase. Und am besten dann noch alle Türen schließen. Wieso das denn, wenn wir hier weggehen? Warum sollten wir die Türen schließen? Ja, so kommen die Gegner langsam hinterher. Weil sie, ach so, weil sie die Tür einmal auf... Und wir sind dann aber dafür schneller oder was? Weil wir die, nee, Türen, weil sie denken, schließen? Hier gibt es noch was zu looten. Dabei haben wir die einfach leer gemacht, diese, richtig, Gebäude. Und die gehen hier noch rein. Ja. Allerdings brauchen wir dann sehr viel Absprache, wo wer schon gewesen ist. Weil sonst rennen wir selber in Häuser rein, wo unsere Kollegen gerade drin waren. Wirt, oben ist nichts mehr. Okay, alles klar. Also, ich bin raus. Ich habe bisher nur eine Pistole, ist, okay, und einen Rucksack. Benzinkanister ist da mehr. Ich habe Pistole, Rucksack, Shotgun. Ich habe noch eine Pistole. Ich will natürlich, okay, die Shotgun möglichst schnell loswerden. Ich habe zwei Rucksäcke vor mir, wenn einer, oh, welche hier, braucht. Wirt, komm zu mir, hier ist eine fette Waffe. Ich habe auch schon eine fette Waffe. Ja, so will, fett will die S1897 jemand? Das habe ich nicht. Ich habe eine UMP9. Hey, Schrotflinte ist... Ja, man nimmt, was man kriegt, ne? Ja. Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Loot, 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 loot. Ich muss hier auch erst loot, 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 loot. Okay, natürlich, hier war ich ja gerade selber drin. Geh hier zu dem rot-weißen Haus, das gehört mir. Jeglicher Loot da, mein Namen drauf. Schön ruhig hier. Okay. Wir müssen aufpassen, die Ersten würden dann in unsere Richtung kommen. Ja. Also ich würde sagen, wir gehen möglichst schnell auf die okay. Militärinsel. Okay, ich gehe, komm zu, zu dir. Und wir sollten mal, guck mal auf die Karte. Wir gehen jetzt Richtung Rot, wenn wir hier alles leer haben. Und das sollte ja bald sein, oder? Ja. Ja, gib mir noch eine Minute, dann bin ich hier fertig gelootet. Ich habe zwar noch nichts Geiles. Viel Zeit in dem Spiel. Okay, dann mach eine halbe draus. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bei dir, aufpassen. Oh, doch noch eine UMP gefunden. Ne? Etwas. Ja, komm. Geil, Uzi und UMP. Sollen wir dann? Wieso man die nicht in beide Hände nehmen kann? Also wir brauchen Sturmgewehr und Sucher. Ich hab zwei Sucher. Okay, jetzt fehlt uns noch das richtige Gewehr dafür. Gehen wir weiter? Ja, besser ist es. Alle Türen schließen? Naja, egal. Okay. Scheiß drauf. Ich hab einen Rotpunkt. Also die Leute werden ja woanders sein zum Looten und hier werden die gleich erstmal reinkommen, okay, wollen und denken so, oh scheiße, sind wir weit weg gelandet. Wir müssen jetzt auch mal beeilen in die Zone. Okay, ich lauf an dir hinterher. Jo. Ich glaube, es ist... Nee, da ist keine, Entschuldigung, Fehler. Dachte, zum ja. Wasserturm? Zu dem roten Haus, was ich. Genau, Wasserturm. Ja. Okay. Schaut ihr auch immer so ein bisschen in alle Richtungen? Was geil ist, wir können auch einfach, der Kreis ist so groß, wir können mit dem Boot einfach innerhalb der Zone bleiben und uns auf dem Wasser verschanzen. Das ist eine sehr geile Strategie, um ins Endgame zu kommen. Die hat einmal sehr gut geklappt, gerade so wie die Zone jetzt ist. Wenn wir uns da vorher gut ausrüsten, dann ein Boot nehmen. Sie dann immer Benzin mit. Nicht, dass wir da. Guter Einwand, ja. Auf dem Boot ohne Benzin ist dann Benzin auch immer so. Benzin war leider ganz hinten im ersten Haus. Ach, wir finden jetzt im, egal, wenn wir noch was finden, ich habe eine Weste. Vielleicht gibt's hier noch eins. Sturm, komm ins Haus. Ich bin im Erdgeschoss. Ich habe meine Pfanne. Bam! Nice. Ich mach uns ein Spiegelei. So. Energy Drink. Energy Drink. Lecker schmecken nach Gummibärchen. Okay, war schon jemand oben in diesem Haus? In nope, ich, nee, gehe, ne, in die nächste Bude. Die graue, keine Ahnung. Hä? Lag. Hier oben ist ein Rucksack, braucht noch jemand Stufe 2. Hier ist auch noch ein Rucksack Stufe 1, wenn noch jemand keinen Rucksack hat. Ich hab, sucht euch den 1 oder 2 aus. Polizeiweste liegt hier nochmal oben auf dem Balkon quasi. Will jemand die Balkon rechts? Will jemand mal, ja, ich komme zur Schrotflinte hier. Okay, weil ich habe zu viel Platz. Zu viel Schrotflinten. Kram, ja. Ey. Aus irgendeinem Grund kann ich die Muni nicht nehmen. Jetzt hast du. Nimm sie trotzdem mal mit, die Muni, die ich gerade abgelegt habe. Ich hab. Hast du Shotgun-Muni? Ich hab da jetzt gar nichts. Yo, Waffe. Ich hab eine SK-12. Ja. Entschuldigung, hier bei mir habe ich sie abgelegt. Tut mir leid, hatte ich vergessen. Aber es ist auch eine, ich brauche die andere Muni, die du hast, bräuchte ich irgendwann. Welche ist das? 45? Ja. Die SK-12. Bist du dir sicher? Also ich habe diese
Vector. Wie splittet man nochmal die Money? 45. Wie geht das? Splitten. Oh. Wie war das? M16 A4. Bam. Ich bin ausgerüstet. Okay, kann ich dein Holovisier haben? Meins? Okay. Du hast doch eins. Ja, Frage wurde ignoriert. Ich weiß nicht, wie ich sie dir geben kann. Ich eigentlich nichts. Okay. Ich weiß auch nicht, wie man teilt. Weiß das jemand von euch? Munition teilen? Alles ja, mit Steuerung gedrückt halten und dann nach links ziehen, dann kannst du die genaue Anzahl eingeben. Ah, okay. Ich versuche ein bisschen zu bewachen, während du hier rumfriemelst. Okay, alles klar. Ich gebe dir hier 70 Schuss. Ja, geil. Ja, hier ist nur ein Schaft für eine Mikro. Okay, ich nehme mal 7,2 Dingsy Munition mit. Ach, das ist kein zweiten Stock hier, kein ersten Stock. Eine kurze Frage, wer hatte den Rucksack und wo? Ist ja oben im Stock einfach. Rucksack oben auf dem Balkon. Okay. Wenn du die Treppe hochgehst, direkt auf dem Balkon. Ich sehe ihn. Hier ist auch noch eine Polizeiweste Stufe 2. Oh, da hier nehme ich auch, wenn die keiner will. Also nimm du die ruhig. Kampfhose blau. Also Weste Stufe 2 hier auch noch oben. Jo. Okay, und ich glaube damit. Ich auch das war ein sehr ergiebiges Haus für mich. Ja. Falls jemand braucht. Schrotflinte. Da ist die Weste, okay. Habt ihr die anderen Häuser, seid ihr schon weitergegangen, ne? Ja. Auch die nördlichen beiden Häuser, haben wir die gehabt? Ich glaube, ich war nur hier drin. Da, wo ich gerade rot drauf gedoppt habe, waren wir da drin? Ich glaube, sind wir nicht dran vorbeigelaufen. Ich denke nicht. Okay, dann. Ich gehe aber schon mal ein Stück weiter südlich zu den nächsten Häusern. Aber hier sind die Türen doch offen, da war doch jemand drin, oder nicht? Da waren wir schon. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann war da jemand drin. Okay. Andi, wirf mal hier dein HoloLens. Ah, ja klar. Was hast du für eine Waffe? MP. Vertikaler Handgriff gebe ich dir noch dazu? Habe ich schon. Okay, dann. Ich brauch nur ein Visier. Dann. Holo. Okay, hab's. Wie ist eigentlich die Türenlösung? Machen wir Türen auf oder zu? Wir lassen die auf. Okay. Würde ich sagen. Jetzt gehe ich noch in diese kleine Mikro blaue Butze. Unten einer Rucksack. Braucht wahrscheinlich keiner, oder? Ich lauf mal zu Dennis. Oh Gott, die Brücke. Was mit der Brücke? Die wird doch bestimmt gut bewacht sein. Ja, da gehen wir nicht hin. Wir nehmen ein Boot. Also Boot ist, glaube ich, essentiell in dieser. I'm on a boat. Ich habe 9 mm und Pistolen, falls da noch jemand was braucht. Was ich brauche, ist 5,56 Munition. Also wenn ihr da was habt und nicht braucht. Habe ich leider nicht. Okay, so. Freunde, Denzel ist schon weiter und viert. Okay, ja, dann kommen wir da hin. Und lands dann eher so dieses linke Haus daneben und von da an die Küste. Alles klar. Also dann gehen Simon und ich schon dahin und dann suchen wir uns da irgendwo ein Boot. Ich hab die Pack mitgenommen. So, erstmal daherkommen. Oh, ich habe hier noch ein, was ist denn das hier? Taktisches Lager für das M416. Simon, kommst du mit? Ich bin am Rennen. Ich renne. Bärenstark. Bin hinter dir. Hä? Mal umgucken, ob von hinten schon was kommt. Alter, die Vector ist krass ausgerüstet. Oh, ich habe auch eine krasse Vector. Ich habe sehr viel Munition. Also, wir nehmen noch dieses Häuschen hier und dann suchen wir uns ein Boot. Ich höre schon Schüsse. Nördlich. Ja. Auf jeden Fall Schüsse. Ja. La 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 la. Braucht jemand einen vertikalen Handgriff für AR oder MP? No. Okay, dann lege ich es weg. Jo. Okay. Erweitertes Magazin für AR oder S12K? Oh, Gott. Okay, dann lege ich es weg. Hab ich. Sorry. So. Bin bei euch. Hier ist auch am Start. Okay, dieses Haus ist leer. Alle united. Dann gehen wir jetzt Richtung Wasser und suchen ein Boot. Okay. Benzin haben wir nicht, ne? Nope. Okay. Kein Benzin. Das ist natürlich ein bisschen kacke, aber wir können, vielleicht da drüben direkt noch die Häuser nehmen. Sieht schon jemand ein Boot? Ah, hier hatte schon jemand die Idee, hier steht ein... Da ist ein Boot, zwei sogar. Ist ein Buggy. Ja, cool, dann nehmen wir beide Boote. Alles klar. Doppelboot, die Kraft der zwei Boote. Also, zwei Leute pro Boot. Ich nehme das erste mit, Shotgun. Ich bin auch im ersten. Du hast eine Shotgun irgendwo wird, wo? Nein. Ja, auf meinem Rücken. Boot fahren. Okay. Brauchst du eine Schrotflinte? Ich hätte noch eine. Wir wissen nicht, wie sich der Kreis entwickelt, deswegen. Kannst du mich zum anderen Boot fahren? Ich würde sagen, wir gehen hier so erstmal hin. Zu Rot. Ey, war der Schuss von euch? Yep. Ja, da war von Dennis. Habt ihr das zweite Boot schon geentert? Nein, fahr mich dahin, dann hol ich es mir.
Wollt ihr mich mitnehmen? Oder Simon, erstmal mit? Ich kann auch schwimmen, aber ich glaube es. Ja, wie ist die Parole, Simon? Dieses Boot ist nicht sonderlich voll benzintechnisch. Egal. F, okay. Richtig. Weil wenn wir mehr Boote ausschalten, haben wir auch weniger Probleme. Genau. Mit anderen Leuten, die Boot fahren wollen. Haupttodesursache. Boote. Hupsi. Okay, und jetzt andere Richtung zu Rot, unter der Brücke durch. Du bist am Steuer, ne? Ja. Ja, irgendwie jetzt. Okay, alles klar, Mann. Alter Lachs. Verbrauchen ganz schön viel Diesel, diese Dinger. Hoffentlich ist keiner auf der Brücke. Unser Boot ist voll. Voll? Ja. Das ist gut. Okay, spart mit dem Sprit. Und jetzt bleibt echt so mittig im Gewässer. Okay. Ich bin selber ein bisschen zu weit an der rechten Küste. Die sind alle tot da. Ja, guck mal, wenn wir jetzt hier so bleiben, sind wir noch lange im Wasser. Und dann können wir da erstmal so schön entspannen. Ist gut, auf die Entfernung kann uns ja auch wirklich niemand rausschießen, oder? Was meint ihr? Wenn wir uns bewegen, wird es schwierig, ja. Könnt ihr schwimmen? Ja, also, hä? Ich höre dich immer super schlecht, wenn dieser Wasserlärm so laut ist. Bei mir ist genau andersrum. Ich höre das Spiel so gut nicht. Sobald jetzt irgendwas kommt, bin ich komplett auf Konfrontationskurs und fahre da einfach rein. Habe ich gute Erfahrung mitgemacht. Wie hier auf dem Wasser? Was kann denn da so kommen? Dasselbe wie, als ich mit dem Jeep unterwegs war. Also was halt Riesenfeuerball. Unwahrscheinlich ist, dass die Leute die Container hier gelootet haben. Aber ich will es jetzt auch nicht drauf anlassen. Wir können uns, guck mal, hier sind doch Steine. Wir können einmal hinter den Steinen kämpfen. Wir können jeder ein Boot. Ist das so smart, wenn wir es so aufteilen? Die Steine, nee. Wollen wir jetzt die verstecken? Ja, erstmal ein bisschen warten. Es ist sehr smart, aber auch sehr boring. Naja, aber wir spielen ja jetzt, ich bin gerade Captain. Wir wollen gewinnen. Und je später wir auf Konfrontation aus sind, desto später sterben wir. Es ist super. Leute, seid ihr sicher, dass das ein Stein ist? Das sieht aus wie Kot. Aber ein riesiger, versteinerter Godzillas Dinosaurier-Kot. Aber es ist doch super, hier direkt im Windschatten sozusagen im Sichtschutz ausharren. Alles klar, Operation Kot. Code. So, mal gucken. Ich versuche den Code zu besteigen. Also es wird auf jeden Fall auf der Militärinsel logischerweise der Endkampf stattfinden. Da sind aber so viele Waffen. Das bedeutet, es geht echt um Cleverness in diesem Fall. Wir können nur clever spielen. Wir müssen gucken, lass mich auch raus. Okay, dann machen wir und ich das. Läuft. Dann geht ihr noch mal gucken, rauchen. Meuterei, guck mal, die sind schon ausgestiegen. Was machen die da? Das ist gut. Was ist das nicht clever, wenn ich mich hier in die Mitte stelle und rufe? Springen hier rund. Nein, dann leg dich wenigstens hin. Aber wir haben. Ich bin der König vom Kot! Niemand von uns hat ein Zielfernrohr, oder? Jetzt machen die Cliff. Doch, ich habe sogar zwei. Wenn ich die anlege, kann ich weit gucken. Richtig gut. Warum machst du es die ganze Zeit nicht? Warum sag ich nicht gucke? Nicht? Alter! Guck mal, dann Zielfernrohr. Das ist kein Zielfernrohr. Was ist denn das? Ein kleines holografisches. Oh, ja, ich habe sogar eine Pistole mit Zielfernrohr. Du bist nur neidisch, Alter. Eine Pistole mit Zielfernrohr. Ja, Mann. Zeig dein Zielfernrohr. Zielfernrohr. Das ist auch nur ein Rolo. Natürlich ist das. Wenn ich rechts gedrückt habe, dann lese ich den Energiestoß auf. Das ist ein Rolo. Reload die doch mal. Dann kannst du nicht einfach mit einer ungeladenen Pistole. Oh ja, jetzt gucke ich selber meine Waffen durch. Ich will nicht angeklagt werden. Ich gucke auch meine Waffen. Sind alle aufgeladen. Oh, da kommt eine Loot. Oh, da kommt ein Boot! Nee, wirklich? Boot! Nein, das ist ein Flugzeug, Mann. Nordwesten, hört mir einfach zu! Das ist ein Flugzeug, Mann. Okay, das ist ein Wasserflugzeug. Ach, du ein Wasserflugzeug aus Nordwesten! Hast du gerade ein Boot mit einem Flugzeug verwechselt? Nee, hab ich nicht. Aber ihr könnt ja denken, was ihr wollt. Ja, dann hört ihr auf meine Tipps, weil ihr diskutiert. So. Ist das ein Flugzeug? Ist es ein Mensch? Nordwesten, da kommt ein Boot. Ja, oder kommt wirklich ein Boot. Ich glaube, es ist ein Traktor. Jetzt beobachte es. Sag mal einer, ob und wann wir vielleicht schießen sollen. Nein, das Boot kommt in unsere Richtung, glaube ich. Boot kommt total, in unsere Richtung. Von wo? Ich eröffne gleich das Feuer. Nordwesten. 300. Nee, verstecken. Verstecken? Ja, ich weiß nicht, ob die uns gesehen haben. Ich sehe nichts. Also es fährt ziemlich genau auf uns zu. Ich sehe nichts? Was machen wir? Jetzt sind ausgestiegen. Ich werde gesnipert. Ja, dann kommt hinter den Stein, da können die uns nichts. Wollt ihr den nicht beschießen, wenn die da schon so rumstehen? Ich kann aus dem Boot nicht vernünftig schießen. Ich bin der... Oh. Oh, ich hau mal ab und geh da ins Boot. Da kommen sie. Vorsicht. Simon, steig ein. Ja, ich will ja. Oh Gott, die sind an uns vorbeigefahren. Ja. Ich glaube, das sind Leute, die gerade unsere Sendung gucken und genau wissen, dass wir hier mit unseren Booten perfekt stehen. Die suchen uns, diese Sucker. Okay, Wirt, mach das. Ich kann ein bisschen schießen. Los, komm, schieß. Die schießen auf uns. Aber wohin? Wo sind sie? Links. Wo denn? Süden. Hinter dem Stein Südosten. Ah, okay, aber die sind sehr weit weg. Die kann ich wahrscheinlich hier nicht erwischen, auf der Entfernung. Okay.
Haben die uns gesehen? Nee, die fahren also jetzt rechts. Sie fahren jetzt rechts rum Richtung Südwesten. Die fahren weg. Klar haben die uns gesehen. Oder die haben auch die keine guten weg. Waffen. Die machen das gleiche wie wir. Die wollen einfach keine glaub, die haben noch schlechtere Waffen. Ach, die haben einfach gesehen, zwei Boote, keine Chance. Doppelt so viel Boote heißt doppelt so viel Kills. Ja. Die denken, wir spielen Angelsimulator. Wir können die auch entern. Aber wenn Dennis, wie sieht's aus? Wenn Dennis oben auf dem Stein, hat er ja eine gute Position, dann lass die doch lieber anlocken und dann von Dennis runterschießen lassen, oder? Ey, wenn der Endkampf genau auf diesem Stein stattfinden würde, das wäre auch mal bärenstark. Willst du sie denn anlocken? Hast du so einen Ruf? So, naja, vielleicht hier so, wenn Wirt so einmal so, so einen Schlenker macht, kommen die vielleicht hinterher. Wenn das ein sehr beeindruckender Schlenker ist, meinst du vielleicht? Ich sag ja nur, du hast eine sehr gute Schussposition, Dennis. Wir sollten sie ausnutzen, oder? Wir haben nur kein Zielfernrohr. Ruhig bleiben. Okay. Alter, ich sonne mich hier jetzt. Rotpunktvisier ist kein Zielfernrohr. Nee. Okay, dann bin ich gespannt auf den nächsten Kreis. Es leben eh nur noch 31 Leute. Wir haben einfach 20 Leute sind gestorben, während wir hier im Wasser gechillt haben. Okay. Nice, zurück zur Brücke. Wir fahren wieder zur Brücke. Wir bleiben im Wasser. Okay, nimmt mich jemand mit? Ich komme. Sonst hole ich mir... Ich kann komm, spring runter, Mann. Ja! Obwohl, ist das so klug? Das weiß ich nicht. Was? Nee, wir gehen nur ganz klar ganz nah an den Rand der Zone. Und campen dann dort. Okay, ich folg dir. Okay. Macht dich das nervös, wenn ich auf deinen Hinterkopf ziehe, während du fährst? Ein bisschen. Eine falsche Wende. Aber Simon passt ja auf, ne? Okay, vielleicht, wenn wir hier bleiben, sind wir, glaube ich, echt gut dabei. Also hey, Andi, du bist der Captain. Ja. Ja. Wir tun, was immer du befiehlst. Stellt euch hier an den Rand des Kreises und wir halten Ausschau nach weiteren Booten, die da uns... Sag mal, wäre das jetzt vielleicht klug, wenn wir hier an dieser Position bleiben wollen, aus dem Boot rauszugehen und daneben zu schwimmen, anstelle da in der Mitte zu rufen? Als Köder? Ja? Nee, okay. Als Mensch. Ja, als ich glaube, das ist wir nehmen sehr das schlau. Boot als Schutz. Genau, einfach so, weil jetzt, wenn einer da vom Berg rüber sniped, guckt er ins Boot und denkt, da ist ja gar keiner drin, dann schieße ich mal woanders dann hin. Dann stellen wir uns hinter das Boot, dann schwimmen wir hinter das Boot. Zwischen beiden Booten hier. Funktioniert so. Ihr dürft auch nicht groß schwimmen, weil natürlich planscht das uns die ganze Zeit und dann denken die, entweder sind ja Menschen oder ein geiler Fischschwarm. Es sind Meerjungfrauen. Das wäre noch geiler. Ich finde, wir machen das gerade sehr taktisch. Wollen wir Wasserballett machen so lange, wenn wir uns alle so im Kreis aufstellen? Könnte man theoretisch? Ja. Alter, habe ich voll gut aus. Also am besten sieht der wir müssen erstmal alle zusammen ein Viereck ein Kreuz hinstellen. Und dann komm, wir machen Synchronschwimmen. Wow, das ist cool. Okay. Du musst mir gegenüber? Ja, ich stehe dir gegenüber. So Simon, du musst so quasi wie ein Kreuz gucken, dass wir sein Viereck bilden. Okay. Guck dir ein Kreuz. Und in welche Richtung drehen wir? Und dann also im Uhrzeigersinn. Jetzt machen wir machen erstmal einmal zurück antippen. Zurück antippen. Zurück antippen. Einmal vor antippen. Vor antippen. Und zurück antippen. Okay? Und zurück. Okay. Das ist die Drehung. Einmal nach vorne. Macht ihr auch so eine Drehung? Nee. Voll geil. Ja. Oh, guck, das müssen wir nur synchronisieren. Okay, ich gebe einen Takt. Also. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also, okay. 1, 2. Und die 1, 2 sind nach hinten und 3 ist nach vorne. Okay, ist immer nach vorne, einmal nach hinten. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1 und wie das Wasser kommt. Oh. Ja, ich glaube, die Leute sehen das. Nein, das kann nicht. Kennt ihr das bei Mila? Mila Superstar, die machen ja auch diese Synchro, dass man nicht mehr genau sieht, wer plötzlich gegen den Ball schlägt. Ich glaube, das ist unser Trick. Aber wie das Wasser plötzlich kommt, oder? Was den Teufelsdreier bei den Kickers? Vor Ehrfurcht schießen sie nicht. Oder jetzt einfach, okay, WS, so schnell wie möglich hin und her triggern. Boah, fuck, das Wasser kocht! Vor Ekstase! Das ist geil. Das ist mein okay, Synchronschwimmen. Jetzt kriegen wir, glaube ich, eine neue Errungenschaft. Gibt's ein Achievement dafür? So. Ja. Okay. Und die Zone kommt. Also jetzt näher an die Boote. Näher die an die Boote. Kommt. Oder vielleicht auch mal drunter durchtauchen. Einmal unter durch Kiel holen willst du uns? Ich will euch nach Kiel holen, ja. Nach Kiel. Oh. Okay. So. Wenn die Zone kommt. Jetzt leben nur noch 26 und 4 davon sind wir. Krass. See what you spelled there. 4 davon sind wir, 1 davon ist Wirt. Yes, my friends. Ich freue mich auf die nächste Zone. Wenn die auch noch im Wasser ist, dann sind wir die Könige der Meere. Der Meere. Also dann können wir echt, dann können wir einen vorne auf das Boot stellen und der sagt, er sei Leonardo DiCaprio und sagt, er ist der König der Meere. Und wird als erst abgeschossen. Ganz sicher. Als Galionsfigur.
Oh, da kommt sie, die Zone. Da blubbert sie direkt vor mir. Und alter Schwede, zum Glück ist sie nicht elektrisch. In der Zone, hier. Ich bin aus der Zone raus. Das ist aber dumm. Okay, das ist nicht gut. Warum? Wir sollten hier an Land gehen, bei Rot. Okay. Da können noch Leute auf der Brücke gerade sein, das ist ganz schön schlecht. Wir können auch einfach tauchen jetzt, ne? Nee, wir sollten hierhin schwimmen und dann hier an Land gehen. Wie viel Zeit ist? Wie du willst, extra lange im Wasser hilflos verbringen, anstelle, dass wir einen kurzen Weg wählen. Okay, okay, was wäre dein Gegenvorschlag? Kürzeste Strecke zum Ufer. Zum Ufer und dann von dort aus ein Boot suchen. Ja, oder sneaken oder Fahrzeug bauen oder was du willst. Aber kommt erst ins Boot? Okay, wer kommt mit aufs Boot? Ah, okay, also jetzt doch ins Boot. Dann guck mal, hier ist diese Rampe. Moment. Irgendwo. Da markier die mal. Ich glaube da. Oder hier. Irgendwie da. Wir sollten uns beeilen. Ja, ich denke auch, wenn ich einfach fahren los, so, du musst ja nicht alles markieren. Bist du der Chef? Ich fahre einfach hinter dir her und dann. Ja, jetzt, aber guck mal, da ist eine Landerampe. Da landen wir an. Oh. Oh. Gar nicht schlecht, Alter. Ja. Gar nicht schlecht. Okay, geiles aufsteigen. Teil. Hast du das gesehen? Nein, ich bin wieder reingefallen. Wie kann man nochmal wechseln? Und deine Zahl. Okay, dann schwimme ich jetzt an. Wir sollten uns beeilen. Kommt ihr noch weniger mit oder so? Oder macht noch weniger als eine Minute. Ich glaube, wir vergeuden gerade sehr viel Zeit. Ja, das stimmt. Oh, fuck. Ich würde den hier jetzt einfach mal loslegen. Ey, wenn du jetzt ein Fahrzeug findest, dann Fahrzeug. Ansonsten mit dem Booten einfach jetzt in die nächste Zone, würde ich sagen. Mit dem Boot jetzt doch, oder was? Ja, ey, wir haben noch 30 Sekunden. Ja, wer war denn jetzt? Boot oder nicht Boot? Nicht Boot. Wir rushen hier. Wir rennen jetzt krass. Okay. Wir haben 30 Sekunden. Das ist ja nicht mehr weit jetzt, ne? Das kommt einem nur so vor, weil wir gerade vor nichts wegrennen mussten die ganze Zeit. Ich habe selber meine Waffe nicht geladen. Okay, hier leben noch 12 Gegner. In 10 Sekunden kommt jetzt die nächste Zone, ne? Ja. Ich habe ein Auto, aber da sind nur 2 Plätze frei. Ja, nee, Shotgun. Ich gehe hier über die Berge. Hat kein Shotgun, sitzt nur hinten drauf. Okay, das ist ein Buggy. Ein Buggy, ja, genau. Also hätten wir 2 Autos, theoretisch. Aber die lassen wir, oder? Nehmen wir gegen die? Ende Autofahren, ich glaube, gegen Ende lassen wir das lieber. Ich lasse den Buggy jetzt auch Buggy sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir sind dann auch zu laut. Wir schaffen es sowieso in die nächste Zone. Dann kommen wir da rein und dann sind wir auch direkt mega laut. Okay, Leute, seid vorsichtig, weil jetzt sind sie wirklich hier. Ja, jetzt geht's los. Wir kommen aus Novorobenje. So, soll ich hier, ich bleib mal hier im Schatten liegen oder wollt ihr noch weiterlaufen? Ich würde gerne in den Kreis. Wir müssen weiter, in den Kreis. Okay, okay. Ich dachte, wir wären schon drin. Oh, oh, das wird auch knapp wieder. Oh, da muss uns nur mal einer im Visier haben, da sind wir sofort weg. Das wird, sagt der Wirt. Also ich laufe nördlich von euch, ne, durch diese Berge, was auch ein bisschen cleverer ist, glaube ich. Warum? Your cleverness is unreached. Oh, nee, jetzt bin ich oben, jetzt kann ich von vielen Seiten gesehen werden. Ich höre Schüsse. Ja, die sind aber weit weg. Scheiße, Zone kommt. Shit. X, ich muss schneller rennen. Die Zone ist auch schon sehr schmerzhaft. Aber ich bin gleich im Kreis. Oh, ich loote. Okay, wir sind im Kreis und im Haus. Nicht. Kommt rein. So, okay. Gleich mal scouten. Ist hier irgendwo was? Medipack einwerfen. Map? Okay. Wir müssen aber auch schon sehr bald wieder weiter. Aber so viel kleiner kann er ja gar nicht mehr werden, oder, der Kreis? Hier ist immer noch eine Schrotflinte. Ist die S1897 besser als die S686? Hört mal. Weiß keiner, oder? Okay. Wir müssen uns beeilen. Okay, gehen wir von hier rein, oder was? Ich gehe an der Mauer, wo mir nichts passieren kann. Und hier vorne. Ja, aber lass uns jetzt gerade jetzt. Ich habe eine Person gesehen, in Nordwesten, direkt auf dem Hügel. Nordwesten? Okay, ja, seht ihr den? Oh ja, da ist er ganz genau. Oh, seid vorsichtig. Der Scout, seht ihr das? Nee. Nordwesten, wenn ihr bei mir seid, seht ihr genau auf Nordwesten, auf dem Hügel. Da läuft einer rum. Seht ihr den? Ja. Genau, also den provozieren wir jetzt erstmal nicht. Nee, nee, außer einer hat einen Sniper und ich glaube, keiner hat irgendwas Anständiges niemand heute, hat was ne? Anständiges. Wir hatten okay. Das heißt aber, wenn wir jetzt loslaufen, der wartet ja nur darauf, ne? Ja, das bedeutet, der ist im Nordwesten, der ist dann auch gleich nicht in der Zone, richtig? Nee, das sieht aus, als wäre. Aber wenn wir hier, lass mal hier so durchs Gras oder was? Wenn wir. Warte doch erst nochmal, oder? Versuch mal hier in den Gebäuden. Vielleicht löst sich das Problem gleich von selber. Das Problem ist, der ist in der Zone. Mann, wenn wir da hingucken, der ist in der Zone. Wir müssen quasi so ein bisschen hier links lang. Also quasi, wenn wir hier an der Mauer nach links gucken, an diesen Bergen und dann gucken, dass wir zu den Bäumen kommen, dass wir ein bisschen Schutz von den Bäumen haben. Ja, er ist gerade nicht da. Wollen wir los? Ja, jetzt kommt er wieder. Egal, go. Okay. Ach, lauf. Das ist echt. Ja, er schießt auf mich. Okay, wollen wir gegen. Egal, nee, wir gehen weiter. Wir müssen weg. Wir sind hinterm Baum, er kann uns gerade nicht sehen. Gut. Oh, jetzt.
Oh, das ist ganz gut. Hier ist dieses Gehöft. Das Gehöft bietet uns Schutz. Und da lass uns hin. Das ist gleich in der nächsten Zone noch drin. Also zumindest ein Stück der Wand. Okay. Und wenn die Zone kommt, muss der sich uns nähern. Und dann ist er näher bei uns. Auf sowas habe ich gehört. Guck mal hier. Das ist aber gefährlich. Gegner! Wo? Gegner, Gegner! Wo? Wo? Südwest, Südwest, Südwest! Was ist? Ich auf dem Berg, Südwest, bei dem Baum. Aber ich sehe keinen. Okay. Auf dem. Oh, da oben oder was? Ja, auf diesem einzelnen Mana-Baum da. Ja, er läuft runter. Der Doktor schießt nicht auf die. Aber okay. Ja, ist vorbei. Alles klar. Wir, Oh, ist ein Teufel? Also, das war jetzt dann mein Fehler. Es tut mir sehr leid. Ich habe wirklich gedacht. Oh, ich sehe ihn da drauf. Sind wir am Arsch? Der läuft da noch rum. Ich habe übrigens. Zone kommt. Oh, die Zone kommt. Ja, jetzt wissen die aber, wo wir sind. Jetzt kommen wir hier nicht mehr weg. Und die Zone geht leicht klein. Ah! Oh, fuck! Ja! Wo? Komm, Alter, komm zu mir. Shit! Ich bin dein Arm, von die Haus! Zu mir, wo ich tot bin! Ich. Da war ein Typ drin! Da oder was? Ah! Ich bin auch ich bin verletzt. Ich bin aber verletzt, vielleicht. Ich hab den ich hab dich getötet. Wirt, kannst du mich schnell wiederbeleben? Schon wieder, das ist nicht schlecht. Deine Lernkurve ist erstaunlich. Wirt, vielleicht haust du besser ab. Wirt, vielleicht haust du besser ab. Ich sag noch, vielleicht haust du besser ab. Der hat uns hier im Visier Scheiße. Ja. Und wenn wir jetzt abhauen, vielleicht... Ja. Oh nein, ey. Versuch mal weiter zu. Kommst du noch? Nee, bist auch tot. Ja. Ich hab dich abgeschossen. Das machst du jedes Mal, wenn wir zu. Ja, wir hatten einfach keine Sucher. Wir hatten einfach schlechte Ausrüstung auch noch. Ja, das stimmt. Was haben wir falsch gemacht? Dafür wir konnten auch nicht scouten richtig. Und wenn wir Gegner gesehen haben, konnten wir die auch nicht ausschalten. Aber Rang 5, wir haben uns gut durchgekämpft. Wir waren ganz gut, ne? Das reicht nicht. 5 ist nein, das, natürlich reicht es nicht, aber für das erste Mal, dass wir in dieser Konstellation spielen. Und ja, also, wir wissen jetzt zum Beispiel die Stärken, jedes einzunehmen. Wir wissen, jeder von uns kann ein bisschen synchron schwimmen. Ich hab unglaubliches Glück im Teambeschuss, weil du bist nicht zu mir gekrochen. Ich sag doch, krieg zu mir, dann kann ich dich retten. Und du kamst nicht. Und dann hast du mich abgeknallt. Ja, sorry, mein Fehler. Guter Ketten, gut taktiert und so. Nein, guck mal, da hättest du mir mehr Informationen. Ja, klar, ist im Haus, damit da war zu wild. Da, wo ich tot bin, siehst du direkt, also ich meine, was willst du mehr? Siehst du ja, das sofort auf der Karte, wo ich tot bin, und siehst auf Map, wo ich tot bin, du siehst direkt vor dir, wo ich tot bin. Ich hab definitiv einen großen Fehler gemacht, aber du bist auch nicht zu mir gekrochen. Nee, wie weit wäre ich gekommen? Nach 3 Sekunden hast du mir schon abgeknallt. So. Jetzt hätte ich 3 Meter zu dir kriegen können. Egal, wir können das Kriechen alleine hat auch nicht geholfen. Noch mal an. Wirt wollte mir helfen und wurde auch erschossen. Also eigentlich ist sinnvoller, die Leute liegen zu lassen. Ja. In so einem Fall, oder? Ja, eigentlich sinnvoller. Ich versuche für mich die Learnings oder eigentlich ist es richtig. Wenn du den Alten nicht liegen lassen willst, dann kannst du wenigstens einen Gnadenschuss. Erst die Gefahr bannen, bevor man hier andere retten kann, weil sonst wird man auch erwischt. Also du hast dich auf jeden Fall in Gefahr gebracht. Ich hätte eigentlich sagen müssen, Wirt, lauf, du Narr. Die Mission hat Vorrang. Ja, beim nächsten Mal, okay. Gut. Oh, ich hatte noch nicht Ausgang zur Lobby gemacht. So, ich hatte keine gute Waffe auch. Was machen wir jetzt? Nochmal, oder? Ja. Wir haben kurz Werbung. Gut, dann machen wir kurz Werbung. Währenddessen könnt ihr nochmal voten, denn gleich gibt es einen neuen Team-Captain. Ich finde, das war eine herausragende Leistung. Platz 5 ist schon mal sehr gut. Für mich der beste Platz, den ich bisher hatte in dieser Konstellation. Mhm. Gucken wir mal, ob es wird oder nein, Dennis. Nein, nicht mich. Ich werde es sicher nicht. Bis dann. Hallo, herzlich willkommen zu Player Unknown Battleground. Und wir haben ein Vote, in dem konntet ihr entscheiden, wer der Chef der nächsten Runde sein soll, muss, wer es machen muss, wer am Ende den ganzen Ärger kriegt. Ich bin gespannt, wir gucken ihn uns an, ich schaue kurz durch die Bildschirme durch. Ja. Wirt mit 51% überragend gesiegt. Kannst du das auch in Leistung umsetzen? Boah, ey, jetzt setze ich mich ganz schön unter Druck, nachdem Andi so eine Glanzleistung verbracht hatte. Also bis auf den Teamkill am Ende. Ja, das war. Aber ansonsten war es echt super. ich habe jetzt auch einen Tipp bekommen von Marco. Der meinte, wir sollten einen Bunker aufsuchen. Oh ja. Den Bunker. Okay. Und, ja, Bunker ist schon cool. Ja. Hat ja schon vielen anderen sehr geholfen, so ein Bunker. So ja, ne? Ja. Alles klar. Also wenn Marco Teamchef will, auf zum Bunker. Soll ich kurz eine Crate öffnen? Ich weiß, ich habe gerade eine erhalten. Ja, mach mal eine Crate. Open the Crate. Haben wir die Crate? Die Crate ich krieg bestimmt. Ich krieg immer nur den letzten Bullshit. Wahrscheinlich Achtung, Crate-Nchen. Alter, geil, ein rotes T-Shirt. Toll, wir haben 2 von euch. Alter, geiles T-Shirt. Ich glaube, Andi hatte sogar schon mal ein rotes, oder? Ja. Und das jetzt hier, toll. Ich verschenke ein rotes T-Shirt bei Team. Just schreib an
Internet. Internet. Oh, auch interessant. Wir haben mal ganz kurz, vielleicht kann man kurz mal auf Dennis und meinen Rechner schalten. Und zwar haben wir unsere Ratings mal angeguckt. Dennis, oh mein Gott, ja, das ist genug, dir zu zeigen. 4.000ster und ich bin doppelt so schlecht mit 835.000. Aber wenn man das mal auf die Total Playtime hochrechnet, dann bin ich eigentlich, bin ich dir überlegen. Wie viel meinst du? Okay, das ist ein Schlüssel dazu, um das umzurechnen. Wenn ich so viel Zeit hätte wie du und jedes Mal besser werden würde, wäre ich natürlich bei 100. Also ich habe eine Stunde und zwei. Also wenn du drei Sendungen gemacht hast und ich nicht, dann bist du auf einmal besser als ich. Mach mal ready. Mach mal ready und diskutiere das Fahrzeug. Naja. Mach ready, wir suchen den Bunker auf. Ach, der Bunker soll es also sein. Der Bunker. Ihr könnt weiter voten. Der Vote läuft weiter. Wir haben natürlich noch mindestens eine Runde danach. Je nachdem, wie lange die hier geht. Wie lange spielen wir denn jetzt? Wie lange hat unsere Runde gerade gedauert? Haben wir überhaupt schon mal gewonnen? Oder hier nee, wir haben war, erster waren wir noch nie. Hier auf dem Sender. Also, sowohl im Dienstag als auch in dieser Sendung waren auch wir am Leben. Auf der 1. Was machen wir, wenn wir gewinnen? Gibt es dann wirklich Chicken Dinner für uns alle? Ja, muss ja, ne? Oh, gehen wir, vielleicht gehen wir alle zu KFC? Okay. Oh, ich hab so richtig Bock drauf. Oh cool. Ja, da war ich auch lange nicht mehr. Ja, geil. Neues. Okay, ich markiere dann gleich den Bunker. Oder wir machen diese. Nee. Ich will. Okay. Vielleicht irgendein No-Name-Hühnchen. No-Name-Hühnchen? Ja, nicht, dass wir dann. Den dass Namen? Wir jetzt sagen, so, ey, wir gehen jetzt zu KFC und dann. Das finde ich irgendwie. Magst du nicht Hühnchen? Ja, können wir ja genauso sagen, wir gehen nach Münster in den Nordstern und essen ein schönes Nordstern-Hähnchen. Ja, gutes Hähnchen. So ein halben Hahn, das wäre auch nicht schlecht. Broiler. Nichts gegen. Warte mal, ich muss im gucken, wie man auf Denzel nicht zielt. Wo ist er? Okay, falls wir nicht über den Bunker fliegen, wo gehen wir dann hin? Wir machen das dann einfach, wie Simon es gesagt hat. Einfach in die Militärbasis, wir looten. Wenn wir es schaffen, dann schaffen wir es. Wenn nicht, dann sind wir tot. Ja, ich dachte, weil wir ein bisschen die Konfrontation auch mal suchen müssen, dass wenn ich Captain bin, wir dann so... Okay, markierst du den Bunker? Okay, der Bunker ist ungefähr hier. Jupp. Hier so, ne? Ja, okay. Ja, genau. Ja, da kommen wir doch genau drüber. Ja, da kommen wir. Können wir direkt in den Bunker rein. Oh, das wird krass. Das wird. Ja, da? Ist da der Bunker? Ja, ja, ja. Nach meinem Informant zufolge ist dort der Bunker. Ich verpeile immer den Bunker. Oh, das werden, glaube ich, dann aber, wenn wir direkt drüber fliegen, viele Leute machen. Das bedeutet, wir brauchen den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg. Okay. Jetzt wird es time? Ich weiß nicht. Oh okay. Gott. Ich glaube 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay. Ich hoffe, das war gut. Jetzt können wir relativ schräg gerade runterfliegen. Aber auch nur relativ. Nee, noch ein so, bisschen. So, woran erkennt man einen Bunker? Das Ding ist eingegraben. Denzel, du fliegst gerade davon weg. Ja, dann sag mir, wo der. Guck auf die Karte, guck mal auf den Radar oben. Seht ihr das auf meinem Bildschirm? Da fliegt einer genau dahin, wo wir auch wollen. Ja, ich bin doch genau hin. Sagt mir einfach, wonach ich suche. Ich bin mitten in die Pampa gesetzt. Ich sag nur, einer ist schon da, ne? Also der ist über uns noch, aber der will da wahrscheinlich hin. Ja, hier ist der Bunkereingang. Ich glaube, ich lande direkt. Okay, der. Oh, ja, das sieht aus wie ein Eingang. Oh, guck mal, da ist. Oder ist noch einer? Da ist einer. Da sind zwei. Da ist einer. Oh, der landet genau zum Bunker. Können ihn verprügeln wir? Okay, komm. Wo ist er? Da, genau, verprügeln ihn! Das bin ich? Ach so. Hau ihn auf, ich komm auf! Okay, ich renne auch ihm hinterher. Ich bin im Bunker drin. Ja, verprügeln ihn! Wieso ist der noch nicht verprügelt, Alter? Der ist direkt vor dir gelandet. Zwei, drei Typen. Achtung, ich hau ab. Komm hier rein, bitte. Komm hier rein. Ich komm rein, ich hau zu. Wo ist er? Scheiße, oben ist keine Muni, oben ist keine Waffe. Er ist vor mir. Er rennt direkt vor mir. Ich bin hinter dir. Ich komm. Das sind zwei. Jetzt sind hier zwei Leute. Okay, Doppelprügler. Ah, hier bei mir! Seht ihr mich? Nein! Also, da hilf mir bei doch! Mir. Ich komm! Ich lauf! Die nein, dazu er hat eine Waffe! Kommt her! Verprügel ihn trotzdem! Ja, natürlich! Ich bin tot, geil! Ich hab einen niedergeprügelt! Ich hab ihn getötet! Oh, ich bin ausgenockt! Entschuldigung, Leute, aber ich hab ihn gerade im Nahkampf getötet! Das ist fantastisch! Das freut mich richtig! Shit! Shit! Ey, ah, fuck! Alter, lief das geil! Simon? Simon? Ja. Was denn? Warum seid ihr alle tot? Bist du auch im Bunker? Ach so. Ey, ich hab gekämpft. Ja, tut doch mal nicht so, als ob ich das jetzt hier die Auswahl gehabt hätte. Ich wurde angegriffen. Was soll ich denn da machen? Ja, wir auch. Ja, jetzt musst du in den Bunker gehen. Ja. Ich habe das war der Plan. Jetzt musst du uns rächen. Ihr seid schon alle tot. Ich dachte, ihr seid schon im Bunker. Und ja, wir waren alle im Bunker und haben da richtig gekämpft. Gegen vier. Und es hätte geklappt, wenn es wir auch vier gewesen wären. Ist das jetzt euer Ernst? Ja, ihr seid als erstes reingerannt. Ich war immer noch in der Luft. Ich bin doch da gelandet, wo ihr wolltet. Ich frage gar nicht, warum das ist. Sieht das wie ein Bunker aus? Ja. Okay, ich verstehe nur nicht genau, was ich jetzt eigentlich falsch gemacht haben soll. Da wollten wir nicht hin. Ja. Ja, jetzt wurde ich erschossen. Well, that escalated quick.
aber 24 Taler Belohnung. Ich habe 9 Trefferpunkte. 15 Taler. Du hast 9 Trefferpunkte. Wie viele Trefferpunkte? Unfassbar. Oh, ich habe gekämpft. Ich hätte gerne auch gesehen, wie viele Trefferpunkte du hast. Geil, okay, wer ist der nächste Captain? Ja, nächste Captain voten. Ich würde sagen, du kriegst noch eine Chance. Ich krieg noch eine Chance. Oh ja, Gott. Vielleicht landen wir mal im Bunker. Seht ihr, der Chat sagt auch, dass ihr die Schuld auf mich schiebt. Dabei habe ich mich mutig, habe ich alleine gekämpft. Ja, getötet. Aber du hast auch vollkommen recht. Wenn wir sagen, wir landen beim Bunker, dann ist da noch so eine gewisse Interpretationsspielraumsgeschichte, wo man sagen kann, da kann man ruhig mal im Haus, Dorf nebenan angehen. 7 Stunden Spielzeit, 1 Stunde Spielzeit. Ich weiß nicht, wo der Bunker ist. Ich habe auch bisher nur 1 Stunde Spielzeit gehabt. Bei uns. Ihr wollt das jetzt wirklich auf mich abwälzen? Ja, naja, du warst wieder alleine. Wir waren alle zu dritt, du warst wieder alleine. Ja, du hast uns im Stich gelassen. Was genau werft ihr mir denn jetzt eigentlich vor? Dass ich mit meiner Faust euch nicht noch geholfen habe? Genau. Ja. Guck mal, er hat 9 Trefferpunkte gemacht, ich habe 9 Trefferpunkte, noch eine Faust mehr, 18 Trefferpunkte, dann wären 3 tot gewesen. Ganz genau, dann wären wir das Trio mit 4 Fäusten. So machen wir nur das Trio mit 3 Fäusten, wenn wir nur die rechte benutzen. Na gut, dann bin ich wohl schuld daran, dass drei erfahrene Kollegen mit mehreren Stunden Spielzeit ohne mich es nicht geschaffen, gebacken kriegen. Nee, ich lief das Team jetzt. Nein, klickt mal zu. Ja, wollen wir noch mal wird noch mal oder vote? Ja, lass wird noch mal. Wird noch mal. Scheiße, vote. Matching cancelled? Was? Was? Who's not in? Doch. Okay. Können ja voten lassen, wer Schuld hatte. Ja, das wäre nice. Das wäre nice. Wer hatte Schuld? Das Schönste war, der Typ hat sich im Klo versteckt und hatte da keine Waffe. Und dann habe ich die Tür mal aufgemacht, er hat sie zugemacht. Es war wunderschön. Und dadurch hast du ihn getötet. Ja, irgendwann, was wirklich geholfen hat, kleiner Tipp vom Profi, dieser Sprung und dann der Schlag, der hat ihn zu Boden gebracht. Der hat mehr Punkte abgezogen, als ich dachte. Ja, der ist gut. Hast du ihn auch umgebracht, oder was? Ich habe ihn umgebracht, ich habe ihn totgeschlagen. Nein, du hast ihn umgebracht? In diesem Haus habe ich ihn totgeschlagen. Nein. Wie den Soldat James Ryan ohne Messer. Okay, dann nehme ich alles zurück. Du hast ja wenigstens einen umgebracht. Nicht so wie wir Noobs. Naja. Bring einfach keinen um. Reicht jetzt. So. Ja, wir waren in Unterzahl und der Typ hatte eine Knarre. Warte mal, wo ist denn Simon? Ich hätte ihn bestimmt erlegt, aber nein, da kommt der Typ mit einer Knarre an. Bring ich auch um. Die bring ich auch um. Also wollen wir den Bunker nochmal rausprobieren, oder? Ja, lasst doch euch nochmal machen. Diesmal kriegen wir es vielleicht hin. Hoch da! Okay, es geht los. Es geht los, Mädels. Okay. Okay, fliegen wir. Oh shit. Von wo kommen wir? Wir kommen aus Osten. Ah, da fliegen wir jetzt wieder drüber. Markierst du den Bunker? Ey, lass einen Powerplant wieder drüber, lass einen Powerplant, oder? Ja, dann musst du jetzt raus. Ja, ist raus. Okay. So, raus. Oh, raus. Ich kann nicht raus. Geht ich kann auch nicht raus. Nee, okay. Noch nicht. Wir drücken einfach F und triggern jetzt, F. Okay, jetzt. Ist der ja, okay. Hast du das markiert? Blau oder gelb? Powerplant, oder was? Da fliegen Leute hin. Ah. Ich habe hier schon 2. Shit, ey. Nee, die fliegen, die drehen bei. Die gehen nicht Powerplant. Aktuell sehe ich auch niemanden in unserer Nähe. Ja, wir sind alleine. Ja, endlich. Das ist gut. Sie müssen nur noch Zonenglück haben, Mann. Mhm. Achtet also ruhig schon mal auf ein Fahrzeug, ob er irgendwo was... Der Chef hat gewotet, wer Schuld hatte. Und? Wer hatte Schuld? Wer hatte Schuld? Oh, da steht das. Der Rest. Das gefällt mir, sein Vote nach meinem Geschmack. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, oh, oh. Erbärmlich. Oh, puh, Glück gehabt. Wäre fast auf dem Rand vom... AKW gelandet. Alter, wie krass ich bin! Hier ist aber wirklich nirgendwo ein Fahrzeug, das noch funktioniert. Alter, bin ich geil. Am krassesten Spot gedroppt hier. Okay, Schrodi. Ich will! Ich hab den Energy Drink. Behalt du den Rest. Toll! Sorry. Ich glaube, Energy Drink ist wertvoller. Ich nehm die Waffe hier. Okay. Ich nehm die Munition. Oh, ich hab auch. Hab eine M16, wie geil. Ich hab eine Scar, Mann. Okay. Ohne Munition. Nee. Doch, hast du. Warum reloadet er die nicht? Hallo? Ich hab ja auch eine Scar. Ich hab einen Fehler in meinem Game. In deinem Brain. Hallo? Hey. Irgendwas stimmt hier nicht. SKS, hier ist noch eine M16. Ich markiere die. Guck mal, ich bugge. Guck mal, wie ich bugge. Ich hab die Waffe in der Hand und ziele mit ihr, aber es passiert nichts. Guck mal, ich ziele mit nichts. Das ist perfekt. Okay. Wow. Ich, ich greife nach der Sonne. Ich habe einen Sucher. Ah, endlich. Das ja, komm. Ich habe keinen Platz mehr. Was ist das ich für ein auch. Scheiß? Ja, es geht recht fix hier. Ich brauche einen Rucksack. Shotgun. Wenn ich die hier mal rüberlege, funktioniert es dann?
Darf ich? Ja. Ich kann einen Rotpunktvisier oder einen Vierersucher abgeben für die M16. Das ist gut, endlich haben wir was zum Scouten. Oh, ja. Jemand? Ja, für die Ska würde ich einen Vierfachsucher nehmen. Hier ist noch eine Kalaschni. Warte mal, lass mich gerade mal gucken, ob der. Hier sind Westen. Zwei Stück. Also ich gebe dir auf jeden Fall gleich gerne was. Brauch einen Rucksack. Ja, aber Weste bringt auch schon ein bisschen mehr Inventar. Guck mal, hier, wo ich stehe, liegen zwei Westen. Cool. Also kommt hierher, falls ihr noch keine Weste habt. Eine. Wow. Oh, nimm die mit. Hier ist noch eine geile VSS. Eine Polizeiweste, die zwei, die nehme ich mit. Möchte jemand VSS haben? Die hat auch ein Zielfernrohr schon eingebaut, ja. Freunde. Also Kalaschnikow haben wir auch noch, ne? Was jemand braucht. Ich habe zwei Sturmgewehre. Also wer möchte gerne Rucksack. Sniper? Ja, ich habe ja einen Vierersucher, ich behalte den gerne. Ich gebe das Rotlicht ab. Das Rotlicht gibt's da. Rotpunkt. Ja, aber hast du auch eine Waffe dafür? Ja, ich habe eine M16. Ich suche euch und ich habe auch Zeug dabei für euch. Bisschen Loot, ein Verband und so. Moment. Rucksäcke haben wir alle noch nicht. Hier ist noch ein Sucher. Nimm mit. Jo. Nimmt der die hier? Was nimmt der? Rucksack. Komm schon, was. Oh. Ist noch eine Fettwaffe. Okay. Mann. Noch ein Rucksack. Hast du einen Viet jetzt? Nee, hab ich noch nicht. Okay, bei mir, auf meiner Position. Hier ist noch eine Vektor. Auf dem Weg. Steht Vektor, jemand auf die Vektor? Die ist eigentlich ziemlich geil. Braucht einer. Hier, ganz kurz. Da. Ich würde die VSS hier abschmeißen und die Vektor dafür nehmen, weil sonst habe ich zwei Fernkampfwaffen. Wenn gleich da dann ist. Obwohl, okay. Ohne Fernrohr bringt mir die auch nichts eigentlich. Cool. Okay, kurz. Fuck, das auch ist für mich. Ich würde jetzt auch gerne hier. Ich gebe mal das Rotpunktvisier ab. Okay, dann gebe ich dir die Vektor. Ich gehe mal in die Halle da drüben. Ich brauche noch mehr Loot. VSS oder Scar? Wir sollten uns dann gleich auf den Weg nehmen. Die sind eigentlich gut in der Zone. Ich habe 10 Verband. Soll ich das irgendwie? Will einer von euch? Nimm das, behalte es. Okay, dann behalte ich es. Rotpunkt auf die Vektor. Dann ist das eigentlich ganz geil. Hier liegt jetzt die Scar rum, ne? Also. Und Punkt 45er. Markieren schon mal das nächste Ziel. Rucksack. Oh, fuck, Rucksack. Zum ersten Mal habe ich ein anständiges Visier. Oh, hier liegt noch viel Muni. Hier, Entschuldigung, ihr habt ja noch was liegen lassen. Hier liegt eine. Ich kann sie nicht sehen. Hier liegt eine fette Waffe bei mir. Hä? Braucht noch eine? Eine Scar ist das, glaube ich, oder eine M16? Nimm du. Ach, ich kann die nicht nehmen, die hängt hier so unter dem Rohr fest irgendwie. Na gut, das ist ätzend. Dann nicht. So, Andi, was ist der Befehl? Was machen wir? Ich bin gar nicht der Chef, Wirt. Entschuldigung, Wirt. Ich habe eine Bratpfanne. Okay. Ist geil. Okay. Oh, Auto. Draußen ist ein Auto. Wo? Weiß ich nicht. Ich höre es von Richtung Westen. Ich glaube, die sind hier gerade angelandet und werden uns jetzt versuchen, umzubringen. Ich komme zu euch und dann. Lass uns mal sammeln, oder? Ja. Die kommen Richtung meines Gebäudes, glaube ich. Richtung deines Gebäudes? Ja, du bist da auch ganz alleine. Du solltest vielleicht aus dem Gebäude schnell. Nee, guck doch mal auf meinen Eingang. Ey, wir sind zu weit weg, glaube ich, dafür. Ich brauche auf jeden Fall eure Hilfe. Ich sehe überhaupt nichts, Freunde. Da, wo du ansaßt. Aber willst du nicht? Okay. Wir sehen dich ja nicht mal. Okay, wir sehen dich. Nein, ich hab den ganzen Platz im Blick, da bewegt sich gar nichts. Okay, doch, ich hab ein Auto. Nee, das ist jetzt ein Flugzeug. Das Auto ist auf der anderen Seite von diesem großen Gebäude gelandet. Stehen geblieben wahrscheinlich. Dann komme ich zu euch rüber. Dieses große. Flugzeug höre ich. Jetzt habe ich den natürlich, diese verdammte. Ich laufe wieder nach Norden, da sind noch mehr Hallen, die wir nicht gelootet haben. Im Süden ist jetzt gelootet, hier die Hallen, die habe ich. Oder wo wollen wir hin? Wirt. Der gelbe Punkt. Milta oder was? Ja. Komm wieder hin. Hier ist eine Rucksackstufe 2. Oh, brauche ich. Wo? Nimm mit. Wo bist du? Hä? Ich sehe dich nicht. Hier ist er. Guck einmal auf die Map. Ach, oder so. Natürlich. Sorry. Wollen wir langfristig weg, oder? Wir müssen sollten wegbleiben, oder? Okay. Cool. Rucksack. Jetzt kann ich auch mal anfangen, alles einzustecken. Okay. Seid ihr da? Seid ihr im Stissel? Wenn man alle Munition mit die so finden kann. Kinders, kommt ihr? Ja. Ja, komme. Bin bei dir. Hey. Simon? Ich bin, ich laufe euch hinterher. Laufen los, oder? Okay, los geht's. Okay, der Rücken ist frei. Kommt niemand. Der Chat hätte gerne, dass wir mehr mit Tab looten.
Ich muss aber sagen, ich sehe nicht immer ganz, mit wo Tab. Das... Ja, aber bringt das wirklich so viel mehr? Na gut, du wenn man siehst halt auskennt, Items, die du mit dem bloßen Auge nicht sehen würdest. Genau, manchmal sind die auch so unter die Treppe geglitscht oder so, dass du die überhaupt nicht siehst. Okay. Ja, dann machen wir das jetzt. Okay. Ist ja auch immer gesagt, in der Runde, ja, hier, ist ein Rucksack an der Treppe. So, was, sehe ich nicht, sehe ich nicht. Hä? Weil ich, hier sind auf jeden Fall Fahrzeuge, links ein Moped, rechts Moped eine Karre. Gut. Soll ich das Moped schon mal holen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir mit... Wir müssen mit erst mal gucken, okay. Wo der Kreis dann halt... Genau. Okay, hier ist jetzt gefährlich, Leute. Ne? Wollen wir das jetzt gewinnen? Also, vorsichtig, Cardo. Hier ist noch Tür geschlossen und ist ja auch noch Inhalt. Pfanne, yes. Eine Pfanne brauche ich auch mal langsam. Ey, wie oft so eine Pfanne einem das Leben rettet, Mann. Okay, ich gehe mal hier in die Fabrik rein. In die Halle. Wupp. Hier gehe ich sonst echt nie lang. Ach krass, hier kann man auf die Container oben drauf. Um das Ding. Aber warum nicht? Da muss das ja, auf den Containern gibt es manchmal auch Loot. Ja, aber da ist nichts drauf. Da sind nur so Sandsäcke. Ich glaube, das ist ein guter Ort. Hier ist ein Medipack, ein großes. Oh, sehr gut, mitnehmen. Erste-Hilfe-Koffer. Erste-Hilfe-Koffer habe ich auch. Oh, Alter. Was? Ich habe mich gerade für dich erschrocken, wie. Oh, bin doch nur ich. Was war das andere? Schnellwechselmagazin, das will ich nicht. Ich nehme das erweiterte. Kompensator für die AR. Hier in der SKS liegt hier noch. Okay, ich glaube, die Map hat sich noch nicht verkleinert. Nope. Wieso habe ich nicht genug Platz? Was ist denn das für eine Scheiße? Ah, ich nehme die hier. Geil, Schmerzmittel und eine Granate. Ich nehme ich. Rucksackstufe. Ui, nice. Und. Hier ist noch eine M16A4. Nee, das geht. Braucht hier noch jemand? Nö. Ich nehme die Moon mit. Mein Monitor ist ein bisschen. Der. Ich geh aufs Dach hier. Nimm die Moni auch. Pfeifersucher, aber wofür? Ach ja, doch. Ja, nimmst du den? Okay. Ja, auf jeden Fall. Für die. Ich hätte auch noch gern einen Sucher, der über ein Rotpunktvisier hinausgeht. Ich habe auch noch einen Erste-Hilfe-Koffer. Ich habe nur ein taktisches Lager für die Vektor oder die M4-6. Oh, ja, der Flieger fliegt direkt über uns. Okay. Droppt er vielleicht was? Ja, ich mach's auf den Boden. Scheiße. Hat jemand geschossen? Nee, das war ich, sorry, ich wollte was droppen. So, hier ist es. Cool. Hat er was gedroppt? Ja. Nee, hat er nicht. Also ich nur. Meine Vektor entwickelt sich. Ich brauche immer noch ein geiles Visier. Nichts gefunden hier. Stufe 1. Braucht da noch jemand einen Rucksack? Nee, ne? Oder eine Weste? Okay. Denzel, willst du mein Visier haben? Weil ich glaube, du bist ein bisschen besser im Schießen als ich. Ich kann dir da irgendwie Rotpunkt oder Holo für geben. Ich habe schon mal den nächsten Punkt markiert. Ja, dann nimm du die erstmal. Ich glaube, du bist besser. Dann komme ich zu dir. Moment, ich komme zu dir. Du bist doch hier oben, oder? Ich bin hier oben, ja. Dieses kleine Häuschen. Okay, ne? Der ist okay, Andi? Ja, warum nicht? Ja, ne? Bestätige das. Ja, ja, gut. Ja, lootet noch ein bisschen. Wir gucken, wie der Kreis sich langsam verkleinert. Simon, ich komme doch zu dir, ne? Weil ich bin jetzt schon bei dir. Ja, ich finde irgendwie den Ausgang auch nicht. Ja, was meint er? Sollen wir mal da hingehen? Ja, lass mal hingehen. Okay. So, dann baue ich das Ding mal ab und leg das hin. Bitte schön. Danke. Brauchst du einen Holo? Also ich würde, nehme ich gerne. Hier. Ich würde hier so Schutz der Bäume ein bisschen gehen wollen. Okay. Ja, und einfach los. Los geht's. Los geht's. Bisschen umgucken. Nach Mülltar. Was? Ich habe immer das Gefühl, dass das Spiel hier ganz schön ruckelt. Was ist hier los? Habe ich auch irgendwie so das Gefühl. Aber gut, das Spiel ist noch in der Alpha, Beta. Ist okay. Naja, aber bei mir ruckelt das nicht. Hier diese Häuser, wollen wir mal durch? Schneller Streifzug durch. Türen sind geschlossen. Okay, Schmerzmittel, das ist ein Helm. Schmerzmittel, yes, habe ich auch. Schalldämpfer. Zweier oder einer? SR-Schalldämpfer. Was kann das? Ups. Achso, nicht mehr. Oh, zwei nehme ich. Oh, geil. Will denn einer? Der hat mir meine SKS gegeben. Sehr geil. Jetzt habe ich einen Sniper-Schalldämpfer. Das ist geil. Das ist geil. Du, ich habe hier noch eine Luftklappe für eine Schrotflinte. Brauchst du die? Spielt jemand Schrotflinte von uns? Oh, das ist meine 50-nötige. Da ist eine Kalaschnikow. Okay, dann nehme ich jetzt mal hier die Schrotflinte. Medipack. Rotpunktvisier. Haben wir aber alles schon in Schild. Holovisier, das nehme ich gern mit. Hä?
Rotpunktvisier, Holovisier, wer alles noch braucht, ist hier oben noch was. Alter, wie lustig. Hat einer von euch Dark Souls gespielt? Au, fuck! Info. Oh, ah, wer schießt? Was, wo? Ah! Oben, von wo? Von, unbekannte Richtung. Okay, ich komm. Wow. Au, 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 au. Okay. Ja, Nordosten, Nordosten. Okay. Weg von den Fenstern, weg von den Fenstern. Wir gehen runter. Okay. Man könnte auf dem Balkon, da hat man vielleicht eine bessere Schusssicht. Aber ich sehe gerade niemanden im Westen, Nordwesten. Nordosten. Nordwesten oder Nordosten? Nordosten. Nee, da, also noch war nichts zu sehen. Aber oh, der nächste Kreis, da sind wir auch nicht drin im nächsten. Müssen wir hin, ne? Denzel, hast du was, um dich zu heilen? Ja, habe ich gerade gemacht. So ein Energy Drink wäre ganz geil. Warte mal, ich habe einen für dich. Okay. Denzel, ich komme zu dir. Achtung, lass uns hier nicht zu lange rumstehen. Ich habe auch einen Energy Drink. Ja, ich liege hier. Kriegst meinen, so. Nice. Der schmeckt so lecker gut. Also, wir müssen ja Richtung Nordwesten, ne? Ach, ja, und Nordosten ist der Typ. Aber der wird ja auch nicht alleine sein. Mhm. Der hat auch direkt mit dem ersten Schuss mir die Hälfte, oh, über shit, die Hälfte der Energie abgezogen. Okay, ne? Vom Nordwesten ist auch noch einer. Shit. Ich sehe ihn. Hast du ihn? Also ich sehe einen, ja, der ist, der läuft zwischen den Bäumen hin und her. Zwischen den Bäumen? Im Nordwesten. Nordwesten. Aber ich reich den von hier aus nicht. Ich sehe ihn auch, ja. Jetzt. Ich versuche ihn mal abzuschießen. 300 ungefähr. 300 ungefähr. Also bei 300 war er. 300. Ist er jetzt versteckt hinter Bäumen oder was? Weil ich sehe den nicht. Ja, ist abgehauen. Ja, der ist jetzt abgehauen. Oh, 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 wir werden beschossen. Hier schießt jemand zurück. Da ist noch jemand. Das müssen zwei sein. Ach, ich hätte die Scar mitnehmen sollen. Da muss oben auf dem Berg jemand sein, Mann. Ja, die gucken hier runter. Das sind mindestens zwei auch wahrscheinlich. Ja, das heißt, wir sollten den Ausgang... Ah, war das von dir? Den Ostausgang nehmen. Seht ihr das hier? Hier, das Fenster hat einer geschossen. Direkt aus NW müssen die also kommen. Die sind da im Wäldchen. Also im Nordwesten. Okay, dann... Was ist das? Aber die haben uns wirklich im Visier. Am besten gar nicht an die Fenster. Ja, aber... Wir müssen auch irgendwie hier wegkommen, ne? Gleich zum Kreis. Mhm. 33 Sekunden, bis das ganze Ding kleiner wird. Haben wir eine Smoke? Nee, und es geht. Aber wir sollten den Hinterausgang nehmen. Nee. Hinters Haus. Hinterausgang, ja. Hinters Haus. Kommt mal zu mir. Ich bin bei dir. Oh, fuck you, du Scheiße! Ich schmeiß jetzt eine Smoke hier. Ich hab gefragt, ob jemand eine Smoke hat. Ja, und dann habe ich sie genommen und geworfen. Und jetzt? Die Smoke ganz schön. Warten? Jetzt gehen wir hier ein Stück den Berg hoch. Weiß ich nicht, wie meinst du? Ein Stück einen Berg hoch im Schatten des Hauses. Und dann gucken, ob wir da einen Weg finden. Renne Berg hoch, werde beschossen. Okay. Laufe wie ein Wiesel, links, rechts. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen ein Stück rechts. Oh, oh, schlägst bei mir ein. Wir haben noch, die Zone kommt schon. Okay. Oh, hier sind wir safe, oder? Ja. Jetzt werden wir hoffentlich nicht von der anderen Seite beschossen. So, ich schaue nach hinten. Lass uns schnell über dieses Feld drüber, so schnell es geht. Irgendwo, wo man Cover hat. Hier bei den Bäumen bleiben, wo ich bin. Bei den Bäumen? Das sind echt viele Bäume hier auf dieser Insel. Achso, hier. Da bist du. Ja, so kommen wir in die nächste Zone. Weil wir müssen auch in die nächste Zone gehen, genau. La Zona, ja, die kommt. La Zona. Oh Gott, jetzt werde ich beschossen. Denzel auch. Ich werde beschossen. Einfach zickzack laufen und dann bist du hier bei den roten Häusern in Sicherheit. Ah, ich bin bei dem Baum. Ich bin erstmal, ich verschnaufe erstmal. Jetzt renn ich los. Kiff. So, ich folge Andi. Oh, der schießt voll auf mich, ey. Ich nehme jetzt auch kurz Richtung Andi auf langsam. Oh, ein Auto! Komm, Simon! Es ist nicht so einfach, unterm Schuss stehend. Ich muss dich auch enttäuschen, das Auto ist kaputt. Ach Mann, Euphorie gedämpft. Von Baum zu Baum, würde ich sagen. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich Beschuss. Die Zone, wir haben noch Zeit, oder? Ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen haben wir noch. Wir sollten es irgendwo hinlegen und auf die anderen warten. Brauche. Oh, Genehmigung, um mich zu heilen, Sir. Ja, leg dich hier hin und heil dich. Bleib hier. Gut, heile mich nun. Weiß ich nicht. Okay. Bin jetzt hier beim Stein, vielleicht hier hinlegen und dann, wenn die Zone kommt, erst reinrennen. So, sieh mal, wir müssen jetzt kurz auf die Zone gehen. Oder so, nehmen, was meinst du? Gehen wir mal den anderen Deckung. Wir gucken mal, wo die sind. Ja, ja toll, das Heilen hat ja wirklich was gebracht. Ich laufe weiter der Zone hinterher. Lauf, Simon, lauf! Ja, die ist, glaube ich, die erste Zone, oder? Die macht noch nicht so viel Schaden. Die, glaube ich, die zweite, aber... Gucken,
Richtung Zone zielen. Ich sehe einen Buggy, der ist verlassen, der ist garantiert. Okay, wir müssen auch los. Was ist das? Oh, shit. Okay. Wirkt also, dir nur viel näher, weil ich suche. Aber die anderen, die uns beschossen haben, müssen doch jetzt auch Probleme haben. Ja, hier ist ein ganzes Buggy-Nest. Okay, ich schaff's auf jeden Fall noch, keine Sorge. Nehmen wir die Buggen, oder was? Ja, nehmen wir die Buggies. Aber, okay. Ich muss jetzt hier erstmal in die Häuser und mich heilen. Ich habe nur noch 50%. Ist noch ein Sitzer? Noch nicht einsteigen, weil es zu laut. Es gibt echt viele Buggies. Okay, jetzt müssen wir krass in den Norden ballern. Und dann würde ich sagen, dass wir versuchen, hier in dieses da schnell hinzufahren und uns da zu verschanzen, oder was? Ja. So, es wird erstmal geheilt. Ja, ich betrete auch erstmal vorsichtshalber dieses Haus hier. Okay, habt ihr da auch ein Fahrzeug? Habt ihr ein Fahrzeug? Weiß ich gerade nicht. Ich muss jetzt einmal kurz erst heilen. Hier drin ist keins. Alter, was für ein Parasphänomen. So. Hilo. Oh, das mit dem Verband dauert echt lange. Okay. Ja, ne, das ist voll nervig. Also wir sollten... Wir sollten das machen, was Andi gesagt hat. Holt euch ein Fahrzeug und los geht's. Willst du fahren, Dirt? Nee, mach du mal. Oh nein. Okay, dann fahr ich. Also... Ich find's auch witzig. Ups. Okay, dann fahr ich. Ja, was habe ich denn gesagt eigentlich? In die blaue in die Zone, die ach, du gerade markiert hast. Ja. Oh, guck mal. Okay, hier ist ein Buggy. Soll ich den holen? Ja. Oder hast du einen anderen? Ja, dann komme ich zu dir. Okay, der ist nämlich in der Zone und ich muss ein bisschen Energie opfern. Fahren dafür. Wir hier über den Berg. Okay, bloß nicht auf der Hauptstraße herumfahren. Bitte? Bloß nicht auf die Hauptstraße. Naja, aber wenn es das alle denken, dann sind die alle im Wald irgendwo. Aber wir haben einen Buggy, damit sind wir natürlich ganz gut. Ja, und wir haben noch gut Benzin, also. Wir fahren jetzt einfach mitten in den ins Zentrum der Zone und versuchen das Gebäude ja, dort. Ja. Wo, also seid ihr auch unterwegs? Ja, wir sind unterwegs. Wir fahren auf euch zu. Ihr seid genau. Aber ganz woanders. Ihr seid richtig weit. Ja, einfach hinterher. Oh shit, ich werde beschossen. Ja. Ganz Vorsicht. Auf dem Berg, oben auf dem Berg. Nehmt nicht den Weg über den Berg. Da sitzen Leute drauf. Okay, genau. Dann hier links. Ja, easy. Dann fahre ich jetzt links vorbei, ja? Wunderbar. Wow, meine Fahrleistung. Lass doch einfach zum Bunker. Bitte? Lass zum Bunker, wo wir vorhin gestorben sind. Ich bin sehr down geschossen gerade. Wir haben 30 Sekunden, bis die Zone kommt, aber da haben wir dann ja auch noch Zeit. Ja, zum Bunker. Steht ein Auto links. Ich hab die auf der Karte markiert. Lässt du mich da in raus? Gelb? Ja. Hier, raus beim Auto? Ja. Aber ist der in der Zone? Ja, er ist in der Zone. Warum traut ihr meinen Fahrkünsten nie? Ich sehe den Eingang schon, oder? Ja, Fireball. Genau. Cool. Also fahrt Richtung Gelb, ne? Okay. Jetzt fahren wir aber auf der Straße. Ich weiß nicht, ob das... Lass mal hier aussteigen, sonst sind wir sehr laut und die wissen sofort, dass da jemand kommt, falls die im Bunker sind. Vielleicht benutze ich hier noch mal ein bisschen was zum Heile-Gänzchen. Da ist, ist das ein Paket vom Flugzeug? Wo? Da wird im Westen. Weh. Das dampft dann. Ist es rot und dampft? Ne, es dampft nicht. Hier ist noch ein Bunkereingang, ne, Simon? Ja, es gibt mehrere Eingänge. Vorbeigefahren, weil der gelbe Pfeil ist außerhalb des Kreises. Ich glaube nicht, es ist keine gute Idee, außerhalb des Kreises einen Bunker zu gehen. Also ich warte hier auf euch. Okay. Okay, Achtung, Vorsicht, kommt hier nicht hin. Okay, ich fahr mal. Hier ist was. Kommt zu uns. Alter, ich muss mich heilen. Ihr müsst mir irgendwie, was ist denn da? Weiß ich nicht, ich werde beschossen. Schießt aber nur, aus wenn dem du über Bunker den Hügel guckst, Fragezeichen. Nee, das ist hier einfach ein Häuschen hinterm Hügel, was schießt. Ich muss mich gerade heilen. Okay, sehr gut. In den Bunker rein, ja? Oh, die sind im Haus, ich habe sie gesehen. Andi, wollen wir einen Bunker? Ja, Leute, jetzt wurde ich schon wieder totgeschossen. Jetzt bin ich weg. Simon ist dead. Okay. Ich raff nicht genau, wo das herkam. Andi? Aber guck mal. Zu weit gefahren, ein Stück. Warum ist dir denn deine Markierung nicht im Kreis? Ach so. Lass mal rein. Zwei Leute mindestens. Das ist nicht der Eingang, den du meintest. Es gibt mehrere Eingänge. Ja, aber das ist nicht der. Okay, dann müssen wir jetzt von hier in Richtung des. Okay. Uiuiui. Dann mache ich hier auf. Ich habe die ganz gut und ich habe mindestens 5-mal schon getroffen, aber die heilen sich danach immer. Oh Gott. Oh! Wer ist wieso mit einem fucking Schuss? Ich schieße die 5-mal an, nichts passiert. Einmal werde ich getroffen, bin ich down. Das verstehe ich auch irgendwie nicht, ne? Also, was ein Fehler war, war, glaube ich, dass wir uns da mit den Fahrzeugen getrennt haben. Das war ein großer Fehler. Haben wir doppelt auf uns aufmerksam gemacht und unsere Kräfte auch noch halbiert. Oh oh. Das raff ich. Ich hab's aus der Zone geschafft. Okay, ist noch weit? Ist nicht mehr weit. Okay. Sind angeschlagen, aber. Yes! Ich auch. Okay, ich heile mich ein bisschen.
noch ein. Hast du irgendwas zum Heilen für dich? Ja, habe ich. Gut. Hören wir andere Schritte gerade? Ich höre keine Schritte. Die Zone ist recht weit weg von euch. Okay. Warte, ich muss noch mein Schmerzbild senden. Oh shit, die Zone ist echt weit weg. Zeig mal Map. Ach, du grüne Neune. Ja. Dann gilt meine blaue Markierung noch. Denk dran, okay, da wo hier der ist ein Buggy, mit dem ja, der irgendwo da ist A, mein Loot und B, aber auch ein Feind. Also da war einer. Ja, aber ich glaube, der ist schon weitergegangen. Ja. Weiß nicht, der wird schon wissen, dass hier noch mehr kommen. Nö. Nee. Okay, gut, ihr wisst es. Ich glaube, er dachte wirklich nur, Dennis wäre sein einziger Verbündeter. Na gut. Was wollen wir den Buggy dann nehmen, weil wir so viel Strecke zurückzulegen haben? Ey, ja, ich schwöre euch, ihr werdet angeschossen, wenn ihr da hingeht. Ich hab's euch doch gesagt, Leute. Info? Nee, der ist weg. Über uns. Mhm. Ja. Einmal auf den Simon hören. Ach komm, halt die Schnauze. Auf Simon hören heißt leben. Oh, oh Mann. Oh. Siehst du, hat ja auch nichts gebracht. Zehnter geworden. Zehnter. Das ist nicht schlecht. Das ist jetzt aber wirklich mehr als die Hälfte. Wir sind in der besseren Hälfte. Besser als 28. Ja, ne? Ja, das stimmt. Das war doch ganz schön eigentlich. Ja, aber ich finde, das Wetter war gut. Irgendwie die Temperatur angenehm. Und ich mag das. Da seht ihr, wie er rumläuft. Der Spacken. Krass, ne? Oh, oh, und jetzt, jetzt wird er überrollt. Jetzt lootet der den Wirt. Verdient. Oh Gott, ja. Ich habe so gute Ausrüstung gehabt. Ärgerlich. Okay, wir gehen zurück in die Lobby. Wir starten den Vote, beziehungsweise checken, was ihr bisher gewählt und entschieden habt. Wer soll jetzt unser trostloses Squad anführen? Ist es Simon? Squad. Ah, er liegt wahrscheinlich daran, weil ich eben bisher ach, Simon, war. Ach, Wirt wollen die jetzt nicht mehr, nachdem er... du hast gute Arbeit gemacht. Guck mal, Zehnter. Warte mal ab. Wir haben noch eine zweite Runde gewählt. Wollen wir die Runde noch mitmachen? Ah, wir können die nur kurz anfangen und dann. Das ist das Ding. Okay. Also macht es denn Sinn, die überhaupt anzufangen? Dann lass uns schnelle Action-Runde machen. Schnelle Action-Runde. Okay. Ja, klar. Das wollte ich eh machen, denn ihr habt uns gesagt, wir sollen ruhig ein bisschen mehr in den Nahkampf gehen oder zumindest in den Schusskampf. Das werden wir jetzt mal versuchen, indem wir irgendwo abspringen, wo sie alle abspringen. Okay, also ab nach Militärgebiet. Also hier wird geschrieben, Dennis soll beim Zielen Shift drücken. Ah ja, das vergesse dann ich immer. Du die Luft das an. Vergesse ich immer, ja. Ja, das vergesse ich auch immer. Das ist eine Taste zu viel. Das Spiel hat relativ viele Tasten. Ich kann sie mir alle merken, bis auf eine. Es ist eine zu viel und das ist dieses verdammte Shift. So, übt schon mal. Ich möchte, dass ihr alle voll einsatzbereit seid. Ich renn in den Bunker. Hat jemand an euren Squad-Leader einen Vorschlag, wo es am besten die Action gibt. Militärbasis. Oder was wir auch machen könnten, in der Schule. Weißt du, so einen coolen... Schule? Ja, wir gehen zur Schule. Ich mag die Schule, viele. Aber hatten wir auch schon oft. Na gut, hast recht. Nehmen wir die Schule, da gibt's auch immer Loot. Tipp nicht, sondern Befehl. Wir versuchen alle auf dem Dach zu landen, okay? Ich bin schon mal raus. Weil da sind mindestens ein, zwei Waffen. Wir landen auf dem Dach, jeder schnappt sich eine Waffe. Die, die keine Waffe haben, bleiben hinter denen, die Waffen haben und dann wird geballert. Ne? Gehen wir krass durch die Schule. Ja. Das ist mein Spiel ist abgestürzt, ihr seid zu dritt. Oh, wirklich? Ja. Oh nein. Ja, shit, die haben nicht mehr die Zeit, auf dich zu warten. Nee, mach einfach, ich geh da schon mal. Genau, wir müssen jetzt zu New Game Plus gleich. Ja. In spätestens 5 Minuten verlasse ich euch auch. Also versuche ich mein Leben so effektiv zu nutzen, sinnvoll, wie ich kann. Ist das Grüne die Schule? Hast ja, du das schon ist so markiert? Ciao, okay, Leute. Das genau. Ist unser Ziel. Mach es gut. Ciao, Wirt. Bis gleich. Ciao, Iwao. Bis gleich. So, wann springen wir, wann springen wir, wann springen wir? Abwarten. Wir springen erst 3 Sekunden nach Puccinki, springen wir und dann geht's Richtung Roger. 3 Sekunden nach Puccinki. Okay. 1, 2, 3, go. Und jetzt raus, genau. Hui. Schule, ich komme. So, wir müssen aber recht viel Entfernung überbrücken. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich mache das mit der Stange 150 Stundenkilometer. Und der Wirt fliegt einfach weiter. So. Wie gesagt, versucht auf dem Dach zu landen. Na klar. Und dann eben die Arbeitsteilung, die mit Waffen sind vorne und umgekehrt. Ne? Wo wir gerade in der Schule landen. Oh, wie würdet ihr eine Mod finden, in der noch das Leben tobt auf dieser Insel? Fände ich auch nicht schlecht, mit Zivilisten. Mit Zivilisten, genau, die im Tagesgeschäft, wie zum Beispiel dem Schulunterricht beigehen. Und man dann dazwischendurch landet mit einem Fallschirm. Da landet ein ganzes Squad vor uns, ein ganzes Squad. Die landen auch alle auf dem Dach. Ja, aber deswegen Actionrunde. Ja, ja, klar. Ne? Actionrunde direkt auf den Sack geben. Wie bin ich jetzt hier gelandet? Das ist ja bescheuert. Tipp, auf dem Dach landen. Irgendwas ist bei mir kaputt. So, ich hab's nicht aufs Dach geschafft, lag aber nicht an mir. Ich nehm schnell diesen... Ach, das ist Munition.
Das war super smart von mir, Alter. Lebt noch jemand? Seid ihr tot? Ich lebe noch. Ansagen, sammeln. Sammeln ganz viele Sachen. Ich lebe. Ich bin in der Umkleidekabine. Oh, nirgendwo ist eine Waffe. Ich habe einen ausgenockt. Oh, geil. Shotgun, damit kann ich gut. Wir kämpfen uns gleich. Oh Mann, ey. Ja, da hat einer mit einer Schrotflinte. Okay, jetzt komm. Schrotflinten. Geht nicht zu mir. Ich bin ausgenockt. Ich komm zu Simon. Ja, das war. Nee, da ist einer mit einer Schrotflinte. Ja, da wo ich bin. Da ist einer mit einer Schrotflinte. Ja. Okay, ich bin raus. Aber das war natürlich. Meinst du, der hat gesehen, dass er ich ihn gesehen habe? Nee, ne? Da ist er. Ja. Das ist er, Denzel. Jawohl. Wieso lebt der noch? Und wieso hab ich eine Energie? Ich raff's nicht. Ich schieß zweimal mit der Shotgun seine Seite, werd einmal angeschossen und bin fucking tot! Und Shift habe ich auch schon wieder vergessen. Und wir sind alle tot. Na gut, das ging wirklich schnell. Kann ich aber nichts für jetzt. Ja. Lief halt nicht. Aber das sind doch genau diese Actionrunden, die wir halt manchmal brauchen, finde ich. Ein bisschen Training, schnell Waffen finden, töten. Ja. Dann ist halt cool, wenn alle gleichzeitig auf dem Dach landen. Ey, du hast es nicht gesehen, aber er war steif gefroren in der Luft zwischen dem Dach und dem Balkon. Außerdem waren wir 4 gegen 3, von dem her. Ja, nur wirklich, ich hoffe, man hat es gesehen. Ich kann halt nichts dafür. Hast du ihn gekriegt dann? Ich hatte ja keine Waffe. Ich bin dann runter als Letzter und dann war schon einer mit der Schrotflinte. Hättest du mit Beleidigung zermürben können. Ja, ist ja nicht schlimm. So, aber ich muss euch leider verlassen, wenn ihr noch eine Runde machen wollt. Aber wir haben jetzt New Game Plus und das ist in 5 Minuten. Deswegen nutze ich diese Gelegenheit, um Wirt nachzueilen. Dann lass uns beide noch mal, Andi, eine kleine Runde spielen. Dann du. Alles klar. Einfach zurück ins Menü. Ja, ich bin im Menü. Leave Team, kannst du noch Leave Team? Oh nein, wir müssen eh ein neues Team machen. Weil wir hier, weil Wirt abgestürzt ist. So. Und da kann ich gerade nicht. Was macht alle 4? Nix. Hallo, Computer. Fenster schließen. Ja, geht auch nicht. Okay, sind also, denn alle Leave Team, jetzt? Wie heißt du? Sind wir eigentlich Freunde? Simon RBTV. Fernsehfreunde sind wir, ja. Ja, aber hier. Nach was muss ich denn suchen? Du musst dann das Team verlassen. Und jetzt aber wir sind doch zusammen in einer Runde. Ja, ja, aber wenn das ist noch ein Buggy, ist noch ein Bug, das. Okay. Party. Du musst Leave Team machen. Einmal. Okay, habe ich hiermit gemacht. Okay, jetzt refreshe ich und dann invite ich dich. Okay. Korrekt. Damit kann ich leben. Hallo, refresh du bitte mal. Ey. Ich kann dich inviten. Ja. Na, machen guck wir mal. So? Okay. Machen wir so. Wahrscheinlich stürzt mein Rechner gleich ab. Agree. Ich kann hier nicht mehr agreeen, Alter. Okay, refuse, agree, geht alles nix. Warte mal. Ja, kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hier noch 5 Minuten rumeiern. Wir versuchen es noch mal schnell in eine kleine Runde zu kommen. Ich habe dir noch mal eine Invite geschickt, aber pff. Ja, ich agree. Also ich klicke hier, ich will auf agree klicken. Ja. Aber es ist wie ein warte mal, wenn ich mal kurz raustappe und wieder reintappe. Ich versuche es noch mal so. Na, das ist ja nur der Steam Overlay, das brauche ich nicht. Einmal Windows D. Und so. Jetzt invite doch noch mal. Moment. Invite. Agree. Ey. Hallo. Geht nicht? Nee. Computer sagt, glaubt nicht. Ja, aber hör mal, ist auch nicht. Ich meine, wir haben es noch 3 Minuten. Ist natürlich ärgerlich, weil wir jetzt so ein bisschen leere Zeit verdödeln. Aber dann lass doch noch mal kurz reden, resümieren, was wir beim nächsten Mal anders machen. Jetzt kannst du auch haten, weil Denzel ist nicht da. Wobei ich sagen muss, eigentlich, also ich für meinen Teil, ich glaube, ich war der Schlechteste, aber wir waren alle nicht schlecht. Ja. Also, ich habe mich echt so geärgert in der ersten Runde, als ich geleadet habe, ne? Was so cool im Wasser hängen und so. Und so ein bisschen sneaky, dass nur noch wenig Leute da sind. Hat gut funktioniert. Ja, klar. Also, es ist langweilig, aber es hat gut funktioniert. Ich weiß, aber ich bin bei diesem Spiel tatsächlich auch dann erfolgreich, wenn ich viel vermeide. Und das kann man bei dem Spiel eigentlich sehr gut. Und manchmal hat man dann einen guten Moment, dass man, wenn du noch mal vom Wasser kommst, dass du so hinten von Land kommen kannst, wo alle denken, ach, von da kann eh keiner kommen. Und dann wird da in die Richtung gar nicht mehr gedeckt, weil da schon irgendwie die Zone kommen würde. Und du kannst immer alle von hinten wegholen. Das würde ich auch gerne mal machen. Einfach warten, bis alle Feinde schon der Zone hinterherrennen. Mhm. Und dann so sie von hinten wegpflücken. Ist natürlich jetzt, stellt man sich schön vor, ist aber schwierig, aber das würde ich gerne haben. Ne? Ja. Wir brauchen unbedingt Scopes. Das ist so ein bisschen, wir hatten jetzt auch wenig Loot-Glück manchmal. Aber mit der Scope ist es schon ein bisschen einfacher. Und ich muss ja auch ein bisschen sagen, die Technik, ne? Also es hat dieses leichte Ruckeln und irgendwie weiß ich auch nicht, ich spiele jetzt gerade nicht mit meiner Maus und mit der Geschwindigkeit, bla, ne? Das ist jetzt natürlich, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose.
Aber ein bisschen habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich zu Hause grundsätzlich, also und ich habe mich ja auch daran gewöhnt, dass eine Kamera da ist oder so, oder dass jemand zuschaut. Ich versuche das ja, ich muss gar nicht mehr versuchen, das auszublenden, weil ich es nicht mitkriege. Ich sitze jetzt mit Freunden und spiele. Aber diese einfach der andere Rechner, den man dann benutzt und das ganze andere Setup macht einen dann immer so ein, klar, das soll keine Rechtfertigung sein dafür, dass ich tänze, der auf dem Boden ich wollte von dir jetzt auch keine Rechtfertigung. Kopf schieße. Aber wir haben schon, also ich finde, das war eine gar nicht so chaotische und relativ gediegene Runde, die nicht immer funktioniert hat, aber ich fand sie auch abwechslungsreich. Wie stellst du dir das denn auf der Konsole vor, wenn das jetzt für Konsole kommt? Wie soll das denn mit all dem ganzen Buttonbelege und den Möglichkeiten funktionieren? Also es wird sicher gehen. Aber das wird ganz schön voll. Das wird ganz schön voll. Das ist für PlayStation 4, oder? Ich glaube, PlayStation 4. Ja. Vielleicht auch Xbox noch, aber ich weiß nicht. Ja, irgendwo war das noch angesagt bei einer Konferenz auf der E3. Ja, ist krass, das ist ja mega abgegangen. Die Microsoft-Dings, glaube ich. Ne? Bei Battlegrounds ist irgendwie halt so wie DayZ damals, ist gerade der neue gehypte Shit. Ja. Bin mal gespannt, wie lange sich dieser Hype hält. Ob das eher ein Minecraft-Hype wird oder eher ein DayZ-Hype. Ja. Also, ja. Das bestätigt ja. Also, das hat ja vor allen Dingen noch so viel Potenzial. Wie gesagt, es ist ja immer noch es ist immer noch eine Beta im Prinzip. Genau. Ne? Oder eine Early Access Version. Hat auf jeden Fall noch mega viel Potenzial. Überleg mal, wie krass du es auf einmal wieder spannend machst, wenn du eine neue Insel hinlegst. Ja, ja. Wir reden hier von einer Insel, ja. Bau einfach 10 andere Inseln, auch mal sowas wie eine Stadt, also eine richtige Stadt mit Hochhäusern oder ein völlig offenes Feld, also mit Bäumen nur oder so. Man kann so viel machen. Ja. Die sitzen auf einer Goldmine. Zombie-Mod gibt's jetzt auch, ne? Ja, habe ich gesehen. Wir sind auch dran. Wir sprechen natürlich mit den Entwicklern auch in der Hoffnung, dass wir auch die Lizenz kriegen, um irgendwann mit euch Sessions zu machen, dass ihr dann auf unseren Server kommt und wir Zombie-Action machen können oder. Ja. Bin sehr gespannt. Das wird geil. Es bleibt spannend hier bei Player Unknowns Battleground. Dem Spiel mit dem scheiß Titel. So sollten sie es eigentlich nennen. Und jetzt kommen... jetzt darf ich auch nichts Gemeines sagen. Jetzt kommen die Jungs, die eben schon da waren, mit einer Sendung, die einen tollen Titel hat und auf die ihr euch freuen könnt, nämlich New Game Plus, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und danach geht's hier an dieser Stelle direkt weiter. Ich bleib einfach sitzen und zock mich schon mal warm. Counter-Strike. Team Limited. Wer wird dabei sein nochmal? Wer ist das Team aktuell? Flo? Ben? René. Max hat Urlaub. Ja. Ed ist krank. Genau, ich. Ich glaube, René wird mitspielen. Okay. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß es gerade nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Wird ein interessantes Team. Immerhin wisst ihr jetzt ungefähr, wer da ist. Und du vielleicht wirst jetzt schon mal direkt anfangen zu üben. Ja. Das war's. Wir bedanken uns bei euch. Es war sehr schön. Wir versuchen wirklich jedes Mal besser zu werden. Aber ihr könnt trotzdem gerne Kritik, vor allen Dingen Verbesserungsvorschläge an uns schreiben, posten, was auch immer. Und jetzt viel Spaß. Ach ja, und ich verschenke ein rotes Shirt. Geht das überhaupt? Geht das wirklich? Bei Steam-Inventar, ne? Okay. Nee. Andi verschenkt sein rotes Shirt. Da soll noch mal einer sagen, ihr kriegt nichts von uns. Bis dann. Ciao.